Für die Fraktion der Linken hat jetzt das Wort die Abgeordnete Frau Sommer. Bitte sehr. Heute jährt sich zum 101. Mal der Internationale Frauentag. Es kommt äußerst selten vor, dass dieser Tag auf eine Plenarsitzung fällt. Das möchte ich zum Anlass nehmen und einige Worte zu den Ergebnissen der rot-roten Gleichstellungspolitik der letzten 10 Jahre zu äußern. Wir haben in Berlin hinsichtlich der Gleichstellung viel erreicht. In unserer Regierungszeit haben wir erkämpft, dass in Berlin der Frauenanteil in Aufsichtsräten der landeseigenen Unternehmen auf fast 50% gestiegen ist. Außerdem werden 2 der bedeutendsten Berliner landeseigenen Unternehmen von Frauen geführt, die BVG und die BSR. Darüber hinaus haben wir ein Regierungsprogramm verabschiedet, das die Frauenpolitik zu einer Gesamtaufgabe für die Stadt Berlin macht. Wir haben auch das Landesgleichstellungsgesetz novelliert und damit die Rechte von Frauenvertreterinnen gestärkt. Berlin spielte bislang bei der Frauenpolitik bundesweit eine Vorreiterrolle. Mit ihrer neuen SPD-CDU-Koalition weht jedoch ein anderer Wind durch Berlin, meine Damen und Herren. Kaum ist die neue Regierung im Amt, werden Führungspositionen neu besetzt, und zwar wieder mit Männern. Kürzlich wurde bekannt, dass im Aufsichtsrat der BVG eine Position neu mit einem Mann besetzt wurde, die zuvor eine Frau hatte. Das ist die jahrelang hart erkämpfte Parität, ist nun dahin. Noch ein anderes Beispiel. In der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAG soll nun ein Mann die Position des stellvertretenden Vorsitzenden im Aufsichtsrat übernehmen, den zuvor auch eine Frau innehatte. Das steht auch heute in der Zeitung im Tagesspiegel. Da wurde das noch mal ganz deutlich dargestellt. Zwar steht in der Koalitionsvereinbarung Ihrer Regierung, meine Damen und Herren, von der SPD und CDU, dass die Gleichstellungspolitik, dass Sie die Gleichstellungspolitik in Berlin weiterführen wollen. Aber diese Beispiele, liebe Frau Kohlert, sprechen hier eine andere Sprache. Und es gibt noch mehr Beispiele. Die Koalition von SPD und CDU leistet sich erstaunlich viele Staatssekretäre. Trotz der Vermehrung dieser Posten ist der Anteil von Frauen qua Amt eher gesunken. Also weil Frau Kohlert das auch so darstellt, dass die Staatssekretäre jetzt vermehrt Männer sind und die Aufsichtsbesetzung auch sozusagen das zum Folge hat, dass dort auch mehr Männer in Aufsichtsräten kommen. Also diese Erklärung, gut. Liebe Abgeordnete der SPD-Fraktion, Sie möchte ich dennoch fragen, warum schicken Sie zum Beispiel 2 Männer in den Rundfunksrat? Warum machen Sie das? Warum stoppt Herr Nussbaum ein Bewerbungsverfahren für eine Spitzenposition bei der BSR? Auch Herr Nussbaum müsste inzwischen doch wissen, dass das Berliner Landesgleichstellungsgesetz ein transparentes Auswahlverfahren mit öffentlicher Ausschreibung vorschreibt. Liebe Frau Kohlert, liebe Frauen von der SPD-Fraktion, warum lassen Sie sich das alles gefallen? Warum? Die Frage möchte ich Ihnen stellen. In der letzten Legislaturperiode haben wir doch gemeinsam das Landesgleichstellungsgesetz novelliert. Wir haben alle erdenklichen Schlupflöcher geschlossen, damit in Berlin die Gleichstellungspolitik mit Ernsthaftigkeit vorangetrieben wird. Dafür haben wir von anderen Bundesländern doch viel Lob bekommen. Nun machen Sie mit einem neuen Koalitionspartner eine Kehrtwende. So viel zu 100 Tage rot-schwarze Koalition. Das ist doch so etwas, das ich vor allem
so etwas am Internationalen Frauentag feststellen muss, ist überaus beschämend für Sie, liebe SPD und CDU. Kaum war Ihre Regierung also SPD und CDU im Amt, wurde gleich versucht, das novellierte Landesgleichstellungsgesetz zu umgehen. Da kann ich nur sagen, bravo, weiter so. So etwa bei der bekannten Ernennung eines Polizeipräsidenten durch den Innensenator. Das war ein klarer Bruch mit dem Landesgleichstellungsgesetz. Und es gab keinen Grund zur Eile. Die kommissarische Polizeipräsidentin Frau Koppers macht nämlich ihre Arbeit gut. Durch unseren öffentlichen Druck konnte dies glücklicherweise verhindert werden. Wir wollen nun hoffen, dass Herr Henkel die Stelle so ausschreibt. Er hat ja heute gesagt, die Ausschreibung ist auf dem Weg, dass sich auch Frauen bewerben können. So auch die amtierende Polizeichefin Frau Koppers. Meine Damen und Herren, für die nicht, liebe Anja. Bereits bei der Neuaufteilung des Ressorts wurde deutlich, dass die Berliner Gleichstellungspolitik stagniert. Frauen waren bei Rot-Rot Teil des Ressorts für Wirtschaft, was bekanntermaßen ein Ressort mit besonderen Gestaltungsmöglichkeiten ist. Das war bundesweit einmalig. Die Zusammenlegung des Ressorts Wirtschaft und Frauen hat einen Schub beim Umgang mit Gleichstellungsthemen in den öffentlichen Unternehmen in Berlin ausgelöst. Ohne sie wäre die paritätische Besetzung der Aufsichtsräte nicht möglich gewesen. Das ist nun anders. Frauen sind Teil des Ressorts Integration und Arbeit. Der neue Ressortzuschritt ist ein gewaltiger Rückschritt. Die Berliner Wirtschaft wird wieder stärker zu einer Männerdomäne und Frauen eher zum Integrationsfall. Und da hilft es auch nicht, Frau Kohlert, wenn Sie mit Herrn Schweizer Erklärungen unterschreiben und sagen, Frauen an die Spitze. Da hilft es gar nicht. Wir haben die Landesinitiative gehabt, die unser Frauensenator Harald Wolf damals auf den Weg gebracht hat. Da hilft es wirklich nicht, wie Sie verfahren, nur mit der IHK. Wir hatten bei der Landesinitiative mit den Kammern, mit den Gewerkschaften und mit vielen, vielen anderen Akteuren diese Landesinitiative auf den Weg gebracht, um Frauen auch in der Privatwirtschaft zu fördern. Da hätten Sie doch ansetzen können. Und dann machen Sie hier sozusagen eine Show, unterschreiben eine Erklärung lediglich mit der IHK. Da soll einer mal schlau werden. Und so müssen wir schmerzhaft erkennen, dass der lange Weg zu Geschlechtergerechtigkeit in Berlin nun wieder steiniger geworden ist. Sie dürfen aber sicher sein, meine Damen und Herren von der Regierungskoalition, dass wir Frauenpolitikerinnen zusammen mit den Frauenvertreterinnen und Aktivistinnen das bisher Erreichte verteidigen werden. Meine Damen und Herren, hinsichtlich der Anträge möchte ich heute nicht ins Detail gehen, denn sie werden in den Ausschuss Arbeit, Integration und Frauen überwiesen. Und dort werden wir dezidiert darüber diskutieren. Es scheint mir jedoch wichtig, einige Worte zu unserem Antrag zu sagen. Zunächst ist es unfassbar, dass Frauen in diesem Land 23% weniger für die gleiche Arbeit verdienen als Männer. Ich möchte daran erinnern, dass Lohngerechtigkeit eine der zentralen Forderungen der Frauen war, die vor mehr als 100 Jahren den Frauentag ins Leben gerufen hat. Hat sich in der Zeit wirklich so wenig verbessert. Deswegen haben wir in unserem Antrag gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit den Senat aufgefordert, verbindliche Maßnahmen zur Herstellung der Entgeltgleichheit vorzunehmen. Wir fordern vom Senat, in landeseigenen Unternehmen sowie in der Verwaltung einen EG-Check zu starten. Dadurch sollen die vielfältigen Mechanismen, die zur Entgeltdiskriminierung von Frauen führen, erfasst werden. Dies ist die Grundlage für die Abschaffung dieser Form der Diskriminierung. Es ist an der Zeit, das Problem der Entgeltdiskriminierung ernsthaft anzugehen. Ein wichtiger Punkt dabei ist der Mindestlohn. Denn mehrheitlich Frauen arbeiten in prekären Beschäftigungsverhältnissen, wo ein Mindestlohn angebracht wäre.
Die Frage des Mindestlohns, müsste demnach, liebe Frau Senatorin Kolert, Ihr Schwerpunkt sein. Aber nein, Sie machen genau das Gegenteil. Menschen, insbesondere Frauen, die in öffentlich geförderten Maßnahmen beschäftigt sind, sollen einen geringeren Stundenlohn erhalten als den im vereinbarten Mindestlohn von 8,50 Euro bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Ist Ihnen bewusst, dass Sie, ist Ihnen bewusst, dass Sie damit nicht nur den Niedriglohnsektor ausweiten, sondern auch die von Ihrer eigenen Partei unterstützte Forderung nach einem flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn beerdigen. Außerdem entwerten Sie jetzt bitte Außerdem entwerten Sie die Arbeit im öffentlich geförderten Maßnahmen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Sommer. Für die CDU-Fraktion hat das Wort die Abgeordnete Frau Vogel. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der letzte große Bericht des Senats zur Situation von Frauen in Berlin liegt jetzt 6 Jahre zurück. Seitdem hat sich manches an Problemstellungen verändert. Einige sind stärker und schärfer zutage getreten, wie zum Beispiel die Ungleichheit in der Arbeitswelt. Andere haben an Dringlichkeit verloren, wie zum Beispiel Fragen der allgemeinen Gleichstellung. Insgesamt gesehen hat sich aber die Debatte auch qualitativ zugespitzt auf die Fragestellung, worin die praktischen Gründe liegen, dass es immer noch deutlich spürbare Unterschiede in der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern gibt. Was kann man tun, um diese Unterschiede, die wiederum erhebliche Auswirkungen hinsichtlich Chancengerechtigkeit und Lebensalltag der Geschlechter haben, zu überwinden? Meine Fraktion versteht deshalb die Große Anfrage von SPD und CDU als Auftakt zu einer intensiven Aufarbeitung der damit zusammenhängenden Fragestellungen. Die heutige Debatte im Parlament kann daher nur Grundsätzliches aufgreifen. Ich denke, Senatorin Kolert und ihre Verwaltung werden uns heute umfangreich Auskunft geben zur Situation von Frauen in Berlin. Und ich möchte von dieser Stelle aus anregen, dass dazu die Detaildiskussionen zwischen den Fraktionen in dem zuständigen Ausschuss geführt werden. Die Kürze der Zeit lässt heute dazu nicht den genügenden Raum, und das ist der Bedeutung des Themas nicht angemessen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mich persönlich erstaunt es immer wieder, wie viele Menschen, insbesondere auch junge Menschen, der Auffassung sind, dass Diskriminierung von Frauen ein antiquiertes Thema sei. Die Gleichberechtigung sei ja gesetzlich verankert, und alles andere ergibt sich schon, wenn die Frauen die nötigen Leistungen erbringen und sich im Berufsleben durchsetzen. Deshalb würden Frauenquoten nur dazu dienen, dass weniger qualifizierte Quotenfrauen Karriere machen. Das ist aber bei weitem nicht an dem. Es gibt genügend qualifizierte Frauen, die auch die richtige Ausbildung haben. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, dass diese Frauen auch eine der Ausbildung angemessene Tätigkeit ausüben können. Die Frauenquote ist ein Weg dazu. Ich persönlich unterstütze deshalb ausdrücklich die Berliner Erklärung der Bundestagsfrauen, die deutlich macht, dass es einen breiten gesellschaftlichen und überparteilichen Konsens für Frauenquoten gibt. Trotz Teilerfolgen in den letzten Jahren ist die tatsächliche Gleichstellung zwischen Männern und Frauen noch lange nicht erreicht. Stellvertretend nennen will ich hier die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesellschaft, Politik und Führungsetagen, die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familientätigkeit sowie die Verbesserung der Situation von Frauen in der Arbeitswelt. Letzteres scheinen die Linken jetzt wieder antragsmäßig entdeckt zu haben, seitdem sie in der Opposition sind. Wer jedoch in dem vorliegenden Antrag mit der verheißungsvollen Überschrift »Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit – eine Lösung des Problems« vermutet, sieht sich getäuscht. Es geht lediglich um die Einführung eines Prüfverfahrens in der Verwaltung zur Feststellung von Einkommensunterschieden. Ich halte diesen Antrag für überflüssig, weil in den Berliner Verwaltungen tariflich entlohnt wird und damit einer unterschiedlichen Bezahlung für gleiche Tätigkeiten ein Riegel vorgeschoben ist. Der Unterschied bei der allgemeinen Betrachtung von Einkommensunterschieden ergibt sich klar daraus, dass leider immer noch zu wenige Frauen im höheren Dienst beschäftigt sind.
Teilzeitbeschäftigung und verkürzte Arbeitsstundenzahl bei vielen weiblichen Beschäftigten führen zu weiteren Verdienstabständen. Das sind keine Vermutungen, wie die Linke behauptet, sondern es ist ganz eindeutig auch wieder im 10. Bericht zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes zu lesen, der am 22.12. veröffentlicht wurde. Lesen lohnt sich. Die Fraktion der Grünen geht mit ihrem Antrag 10 Jahre Genderbudgeting endlich konsequent in der Haushaltsaufstellung anwenden, schon etwas substanzieller heran. Es ist festzustellen, dass Berlin vorbildlich in diesem Bereich gegenüber anderen Bundesländern handelt. Es gibt aber immer noch eine erhebliche Differenzierung zwischen den einzelnen Verwaltungen. Über die dafür zutreffenden Gründe sollten wir im Ausschuss intensiv beraten und dann eine Entscheidung treffen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die Piratenfraktion hat jetzt das Wort der Abgeordnete Kowalewski. Bitte sehr. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, auch von der CDU. Die Gratulation heute Morgen fand ich ein bisschen komisch, denn warum sollte man jemandem gratulieren, bloß weil er einem bestimmten Geschlecht angehört? Es geht ja eigentlich immer darum, was man dann damit macht. Und also heute der 101. Weltfrauentag, damals eingeführt von Clara Zetkin, man kennt sie vielleicht noch vom 10-Mark-Schein, den wir in einem deutschen Staat mal hatten. Und zwar ging es darum, das Wahlrecht für Frauen zu erhalten. Das haben wir inzwischen ja geschafft, sehr gut. Und was wir inzwischen auch haben, seit 1991, um genau zu sein, ist das Landesgleichstellungsgesetz. Das, was die Gleichstellung von Frauen und Männern fordert und die Verwaltung dazu auffordert, ist gerade ein bisschen laut, ehrlich gesagt. Ja. Und auch gleichzeitig aktive Frauenförderung fordert. Das wurde dann auch 2010 nochmal novelliert. Auch sehr gut, dass auch bei Privatisierungen die Gleichstellungs- und Förderungsverpflichtung erhalten bleibt. Und auch die Sonderregelungen für die Bauwirtschaft wurden aufgehoben. Das klingt alles eigentlich ganz gut. So könnte man sich jetzt eigentlich auf die Schultern klopfen an dem Tag heute und sagen, haben wir ja eigentlich alles erreicht. Ne? Stimmt aber nicht. Wir haben nämlich weiterhin gravierende Unterrepräsentanz von Frauen in den Vorstands- und Geschäftsführerpositionen der landeseigenen Unternehmen und der Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung des Landes Berlin. Ja, Moment. Ja, gut, wir sind ja jetzt weder ein landeseigenes Unternehmen noch, komme ich gleich zu. Aufsichtsräte dieser Unternehmen werden weiterhin vom Gesamtbetriebsrat ohne Hinzuziehung der Frauenvertretung bestückt. Und wir wissen ja auch, dass der Betriebsrat häufig der größte Feind der Frauenvertretung ist. Das Gender Pay Gap ist in der Verwaltung weiterhin allgegenwärtig. Das können wir dank dem Gender Budgeting jetzt inzwischen ja stellenweise auch erkennen. Ich mache mal ein paar Beispiele. In Grundschulen zum Beispiel haben wir zwar im Lehrkörper einen Frauenanteil von 86%, in der Schulleitung von 34. Das ist ein gewisser Unterschied. Obwohl Berlin im bundesweiten Gleichstellungsranking der Hochschulen an der Spitze liegt, haben wir bei den C4 und den W3-Professuren einen Frauenanteil von 13,7 bzw. 20,1%. Bei der Polizei haben wir aktuell 27% Frauen. Wir haben gerade kommissarisch. Ja, Moment. Polizei sind wir ja auch nicht, ne? 27% Frauen bei der Polizei. Momentan kommissarisch, Frau Koppers an der Spitze, sehr schön. Wir hoffen natürlich, dass das auch so bleibt. Bei der BSR haben wir auch an der Spitze eine Frau. Insgesamt hat das Unternehmen einen Frauenanteil von 13,6%. Noch besser sieht es bei den Elite-Schulen des Sports aus in Berlin. Da werden in Fußball 381 Schülerinnen gefordert, also Schüler und Innen. Davon sind 377 Jungs und 39 Mädchen. Kann man jetzt auch ausrechnen, was das für ein Frauenanteil ist. Wir haben 2009 mehr als 30%
der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen, die einer Teilzeitbeschäftigung nachgehen. Und das merkt man natürlich auch bei den Gehältern. Der Mikrozensus hat gerade festgestellt, dass in der mittleren Altersgruppe, also der von 35 bis 55 Jahren, 44,6% der Männer, aber nur 32,7% der Frauen ein Nettoeinkommen von über 1.500 Euro haben. Das sind jetzt alles sehr pauschale Zahlen. Wir brauchen natürlich für eine zielführende Diskussion, um einzelne Punkte besser behandeln zu können, eben bessere Zahlen. Deswegen sind wir auch dafür, den Antrag der Linken zu unterstützen. Denn es geht ja einfach darum, dass man Probleme erstmal analysieren muss, dann kann man sie auch irgendwann abstellen. So, traditionelle Rollenmodelle können wir nicht per Gesetz verändern. Das ist ein langer Prozess, da sind wir als Gesellschaft gefordert, auch wir Piraten, ja. Aber wir können Dinge tun. Wir können zum Beispiel die Kinderbetreuungszeiten außerhalb der Kernzeiten verbessern. Die Kitas in Berlin sind zweifelsohne nicht schlecht, es gibt schlechtere. Man hat eine durchaus reelle Chance, irgendwie mit dem ersten Schwangerschaftstest einen Kita-Platz zu beantragen und den dann auch tatsächlich zu bekommen. Aber außerhalb der Kernzeiten, also für all die Eltern, auch vor allem die alleinerziehenden Eltern, die bei der Flexibilisierung, die am Arbeitsmarkt überall gefordert wird, auch mithalten wollen, wird es dementsprechend schwieriger. So, die Ausweitung der Betreuungszeiten ist natürlich auch eine Aufgabe der Unternehmen, die ja auch über Fachkräftemangel jammern. Da können sie auch mal was dagegen tun. Und natürlich müssen wir auch im Abgeordnetenhaus was tun, weil wir können schlecht immer nur meckern und selber hier eine durchaus verbesserungswürdige Kinderbetreuung anbieten. Das meine ich damit. ich muss mich ein bisschen ranhalten. Wir hier im Parlament haben einen Frauenanteil in der letzten Legislaturperiode gehabt von 39,6%. Der ist inzwischen gesunken auf 35. Ja, genau. Ja, das ist natürlich die Schuld der Piraten. Vorher saß da eine andere Fraktion, die hatte anfangs auch nur eine Frau. Die SPD hat sich verschlechtert, die CDU hat sich verschlechtert, die Linksfraktion hat ihren Frauenanteil gesteigert auf 63%. Vielen Dank. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Sekunde. Vielen Dank dafür. Also, Sie haben uns statistisch gesehen natürlich jetzt die Haut gerettet. Und man kann natürlich sagen, in Baden-Württemberg, ne, rot-grüne Regierung, 18,8%. Dagegen sind wir schon richtig gut. Wir haben vier Senatorinnen, vier Senatoren gehabt im letzten Senat. Jetzt sind es 3 Senatorinnen, 5 Senatoren zusätzlich zum Regierenden. Hallo? Ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit, deswegen nur kurz. Gestatten Sie jetzt eine Zwischenfrage? Ja, gerne kurz. Bitte, Herr Isenberg. Herr Kowalewski, wie hoch war der Frauenprozentanteil bei Ihnen hier in der Fraktion? Was hatten Sie gesagt? Unser Frauenanteil liegt normalerweise bei 6,67%, circa heute bei 0. Von hier aus können wir nur noch besser werden, sagen wir es so. Und besser werden zum Thema Gender Budgeting an allen Stellen verbessern. Danke für den Antrag, wir sind dafür. Und jetzt gebe ich weiter. Vielen Dank. Nun hat das Wort die Frau Senatorin Kollath, Verzeihung, zur Beantwortung der Großen Anfrage. Was ist das hier? Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wirklich ein schöner Zufall, dass der diesjährige Internationale Frauentag an einem Plenumstag des Abgeordnetenhauses stattfindet. Ich wünsche allen weiblichen Abgeordneten, allen weiblichen Mitgliedern des Senates, allen Mitarbeiterinnen des Abgeordnetenhauses und der Verwaltung einen schönen Frauentag. Applaus
Wir schauen am heutigen Weltfrauentag natürlich auf die Situation in Deutschland und speziell auf die Situation der Frauen in Berlin. Dieser Tag ist aber auch immer eine Gelegenheit, über die Grenzen unserer Stadt und unseres Landes hinwegzuschauen. Wir können schauen auf die Situation der Frauen in den arabischen Ländern zum Beispiel, in Afghanistan, den Frauen, in den anderen Krisenregionen dieser Welt. Wir denken an die Mädchen und Frauen, die heutzutage aus religiösen Gründen Opfer von Beschneidung werden, die aufgrund ihres Geschlechtes nach wie vor verfolgt, erniedrigt und gedemütigt werden. Und wir schauen auf die mutigen Frauen in dieser Welt, die in ihren Heimatländern oft unter Einsetzung ihres Lebens dafür kämpfen, dass all diese Diskriminierungen, Erniedrigungen und Demütigungen endlich ein Ende haben. All diesen Frauen und Mädchen möchte ich meine tiefe empfundene Solidarität aussprechen. Ich freue mich heute zum Internationalen Frauentag, diese Anfrage zur Situation von Frauen in Berlin beantworten zu dürfen. Sie bietet mir Gelegenheit, nicht nur über Einzelaspekte der Frauen- und Gleichstellungspolitik in den Blick zu nehmen, sondern eröffnet auch die Möglichkeit, dies im Kontext zu tun. Berlin hat als Großstadt immer schon Frauen bessere Entwicklungsmöglichkeiten gegeben, als dies ländliche Gebiete tun können. Aber auch im Vergleich mit anderen Städten kann Berlin auf beachtliche Erfolge in der Gleichstellungspolitik zurückblicken. Drei Politikfelder will ich dabei an dieser Stelle exemplarisch besonders hervorheben. Als erstes das Landesgleichstellungsgesetz, das in Deutschland ohne Beispiel ist. Mit der Frauenförderverordnung und der Leistungsgewährungsverordnung haben wir politisches und rechtliches Neuland betreten. Und mit der Verpflichtung der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung zur Frauenförderung das Wirkungsspektrum des Gesetzes maximal ausgedehnt. Und der letzte Novelle bundesweit an die Spitze getreten. Frau Sommer, Sie haben hier das so dargestellt, als ob, sobald die linke Fraktion nicht mehr hier in der Regierung beteiligt ist, die Umsetzung dieses Gesetzes gefährdet ist. Ich kann Ihnen versichern, das wird mit genauso großer Konsequenz umgesetzt, das Gesetz, so wie in der Vergangenheit auch. Und die großen gleichstellungspolitischen Ziele, die sich diese Koalition gesetzt hat, können Sie auch im Koalitionsvertrag nachlesen, werden verfolgt und umgesetzt. Wir werden viel, viel Gelegenheit hier haben, diese auch zu besprechen. Also, Sie können wirklich beruhigt sein, da wird sich nichts Negatives entwickeln. Als zweites die konsequente und individuelle Förderung von Frauen möchte ich hier benennen, wie wir sie in Berlin im Bereich der Hochschulpolitik praktizieren. Im Ergebnis dieser Strategie hat sich Berlin im Ländervergleich seit 2005 die Spitzenposition bei der Besetzung von Professuren mit Frauen erobert. Wieder eine Spitzenposition. Als drittes, seit mehr als 20 Jahren bemüht sich Berlin intensiv, die Situation von Frauen, die Gewalt erfahren, systematisch zu verbessern. Wir haben eine hervorragende Infrastruktur für diese Frauen, die in Not geraten. Alle beteiligten Institutionen in unserer Stadt arbeiten heute nahezu selbstverständlich im Interesse dieser betroffenen Frauen zusammen. Vor einigen Wochen hatten wir im Ausschuss Gelegenheit, sehr ausführlich über das, was diese Stadt leistet für Frauen, die in Not sind, diskutiert. Und Opposition und Regierungsfraktion haben gemeinsam festgestellt, dass die Infrastruktur hier in Berlin hervorragend ist, insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern und Städten. Auch dem Ziel, den unterschiedlichen Bedürfnissen bestimmter Gruppen von Frauen, sei es zum Beispiel denen mit Migrationshintergrund oder Frauen mit Behinderungen besser gerecht zu werden, sind wir ein großes Schritt noch mal näher gekommen. Diese guten Ergebnisse konnten wir nur erzielen durch eine fruchtbare Zusammenarbeit der verschiedenen Ressorts. Denn meist
bedarf es, um der Komplexität der Lebenslagen von Frauen gerecht zu werden, der Kooperation mehrerer Verwaltungen und auch der Zusammenarbeit mit den Bezirken. Mit dem gleichstellungspolitischen Rahmenprogramm haben wir in der letzten Legislaturperiode diese Abstimmung zwischen den einzelnen Fachressorts in eine neue und verbindliche Struktur gebracht. Auch hier können sich die Ergebnisse sehen lassen. Sie sind im Einzelnen nachzuverfolgen im Umsetzungsbericht, das dem Parlament vorliegt. Zurzeit bereitet mein Haus die Fortschreibung dieses Programms vor. Die zentralen Handlungsfelder werden dabei im Einklang mit der europäischen Roadmap 2020 und den politischen Schwerpunkten des Berliner Senates stehen. Ich habe vorhin im Rahmen der Beantwortung der mündlichen Anfrage einzelne Aspekte dazu ausgeführt. Meine Damen, meine Herren, nicht ohne Grund drehen sich die meisten Fragen dieser großen Anfrage im wesentlichen Sinn um die Erwerbstätigkeit von Frauen. Erwerbstätigkeit ist eine wesentliche Bedingung für Frauen, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Auch wenn Frauen seit der Eherechtsreform in den 70er Jahren das Recht auf Erwerbstätigkeit haben, muss dieses in der Praxis Tag für Tag noch durchgesetzt werden. Die Verbindung von beruflichen und familiären Aufgaben, sei es die Kindererziehung oder die Pflege Angehöriger, lässt sich bis heute nicht ohne teils gravierende berufliche Nachteile in der Regel von Frauen erzielen. Ein weiterer Ausbau und Verbesserung bei der öffentlichen Kinderbetreuung wird durch meine Kollegin Sandra Scheres vorangebracht. Auch sind Unternehmen in dieser Frage noch nicht ausreichend sensibilisiert. Berufsunterbrechungen, besonders längere Unterbrechungen, sind ein extrem gefährlicher Schritt für Frauen hinsichtlich ihrer Berufswegplanung und ihrer gewünschten Karriere. Sie mindern deren Erwerbseinkommen und auch zu erwartende Renteneinkommen in der Zukunft. Die Antizipation von weiblichen Berufsverläufen bestimmt immer noch in starkem Maß die Realität der Erwerbstätigkeit von Frauen, angefangen beim Berufswahlverfahren bis hin zum faktischen, weitgehenden Ausschluss von Frauen aus wichtigen Führungs- und Entscheidungsprozessen. Gefördert wird eine diskontinuierliche Erwerbstätigkeit durch falsche Anreize im Steuer-, Arbeits- und Zivilrecht. Dies konterkariert auch andere gleichgeschlechtliche oder gleichstellungspolitische Ziele. Dies konstatieren auch Expertinnen und Experten, die das Gutachten für den ersten Gleichstellungsbericht des Bundes erstellt haben, dass bei den Anreizen noch einiges nachzuarbeiten sind. Es gibt also auf Bundesebene noch viel zu tun, die rechtlichen Rahmenbedingungen einem einheitlichen Leitbild anzupassen und den Weg freizumachen für eine gerechte Verteilung von Risiken und Chancen von Männern und Frauen im Erwerbsleben. Aber auch für die Berliner Politik bleibt die Herausforderung, allen Spielraum, den wir hier im landespolitischen Bereich haben, zu nutzen, um die Erwerbssituation von Frauen zu verbessern. Der Neuzuschnitt meines Hauses, das Ressort Arbeit, Integration und Frauen, bietet hierfür sehr gute Voraussetzungen und Chancen, einiges verzahnter und vertiefter voranzubringen. Wie stellt sich die Erwerbssituation von Frauen in Berlin aktuell dar? Erwerbstätigkeit gehört für die meisten der Frauen in Berlin zum Lebensentwurf wie zum Lebensalltag. Im Jahr 2010 waren knapp 750.000 Frauen erwerbstätig. Rund 97.000 waren erwerbslos. Ihre Erwerbsquote lag damit bei 71,8%. Bereits seit einigen Jahren stellen Frauen bei den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Berlin die Mehrheit. Ihr Anteil betrug 51,5% im Jahr 2012. Davon in Teilzeit 30,7%, deutlich höher als bei Männern. Die Erholung des Berliner Arbeitsmarktes in den letzten Jahren hat zu einem Beschäftigungszuwachs auch bei Frauen und einem Rückgang der Arbeitslosigkeit bei Frauen geführt.
In der Dekade von 2000 bis 2012 ist die Zahl der erwerbstätigen Frauen um rund 66.000 gestiegen und die Zahl der erwerbslosen Frauen sank um 29.500. Die Beschäftigungsgewinne der letzten Jahre resultieren leider zu einem nicht geringen Teil aus einer Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse, zu denen auch prekäre Beschäftigungsformen gehören. Den größten Teil machen Teilzeitarbeitsverhältnisse, zu denen auch die geringfügige Beschäftigung zählen. Das wurde vorhin schon angesprochen. Wichtig ist es, in diesem Zusammenhang geringfügige Beschäftigung insgesamt zu bekämpfen. Verstärkte beschäftigungs- und gleichstellungspolitische Aufmerksamkeit gilt bestimmten Gruppen von Frauen, die aufgrund spezifischer Lebensumstände besondere Probleme mit der Aufnahme oder Aufrechterhaltung einer Erwerbstätigkeit haben. Dazu gehören unter anderem die in Berlin überdurchschnittlich große Gruppe alleinerziehender Mütter, junge Frauen ohne abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung sowie ein Teil der Frauen mit Migrationshintergrund. Die Erwerbsbeteiligung von Migrantinnen ist signifikant geringer als die von Migranten sowie von Frauen ohne Migrationshintergrund. Hier haben wir viel Handlungsbedarf. Die zentralen gleichstellungspolitischen Ziele stehen in einem engen wechselseitigen Zusammenhang mit der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Berlins. Die Sicherung des Fachkräftebedarfs unter den Bedingungen des demografischen Wandels stellen in diesem Kontext ein mittelfristiges Ziel dar. Das Erwerbspotenzial von Frauen bezogen auf Erwerbsinteresse, berufliche Qualifikation und Arbeitszeitwünsche wird sowohl in quantitativer wie auch in qualitativer Hinsicht nicht ausgeschöpft. Die Nutzung dieser Potenziale von Frauen stellen ein wesentliches Element und Reservoir zur Fachkräftesicherung dar. Gleichstellungspolitische Ziele sind somit auf engst mit allgemein wirtschaftlichen und sozialen Zielen der Senatspolitik verknüpft. Die vielfältigen Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Erwerbsbiografien und auch die relative geschlechtliche Geringschätzung von Berufsfeldern, in denen vorrangig Frauen tätig sind, wie der Erziehung und Pflege, bilden sich bei den Einkommensunterschieden ab. In dieser Differenz verdichten sich alle Benachteiligungsfaktoren, mit denen Frauen im Erwerbsleben konfrontiert werden. Hauptkennziffer, das kennen Sie inzwischen, Gender Pay Gap, ist die Differenz der durchschnittlichen Bruttoverdienste von Männern und Frauen in Prozent ausgedrückt. Der Einkommensunterschied betrug in Berlin im Jahresdurchschnitt 2010 bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich 15,3%. Bundesweit sind es 23%. In den oberen Leistungsgruppen fällt das Gender Pay Gap noch deutlich höher aus als in den unteren. Bei den jährlichen Sonderzahlungen beträgt es bis zu 40%. So vielfältig die Bedingungen für die Einkommensunterschiede sind, so differenziert müssen auch die Gegenmaßnahmen sein. Grundsätzlich trägt jede Verbesserung der Erwerbssituation von Frauen zum Abbau des Gender Pay Gaps bei. Zum Beispiel Maßnahmen und Initiativen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Verbesserung der flexiblen Kinderbetreuung, zur Erhöhung der individuellen Arbeitszeiten und der Verringerung unfreiwilliger Teilzeitarbeit. Wichtig dafür ist unter anderem die drastische Eindämmung von Minijobs. Im Jahr 2010 waren 52,2% der Frauen in Berlin geringfügig beschäftigt. Die Frauen selbst, die Unternehmen, die Öffentlichkeit müssen für dieses Thema noch stärker, noch deutlicher sensibilisiert werden. 2008 wurde der sogenannte Equal Pay Day am 23. März in Deutschland eingeführt. Auf ein Jahr übertragen arbeiten Frauen im Bundesdurchschnitt von Anfang Januar bis zum 23. März quasi ohne Entgelt, was einem Einkommensunterschied von 23% entspricht. Daher die Wahl des Datums. In diesem Jahr haben wir dazu die Finanzierung
und die Entwicklung eines Werbespots gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit in Kooperation mit den Business and Professional Women Germany und den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Berliner Bezirke sichergestellt, der unter anderem im Berliner Fenster und bei YouTube zu sehen ist. Ich hoffe, Sie hatten Gelegenheit, diesen doch sehr gelungenen Werbespot zu sehen. Ebenfalls ein Beitrag zur Bekämpfung der Einkommensunterschiede sind die Bemühungen des Senates, die Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen in allen Bereichen der Gesellschaft zu verringern. Sie sind aber natürlich noch viel mehr. Hier geht es auch um gerechte Teilhabe und Einfluss von Frauen in Entscheidungsprozessen. Wiederum ein Thema, bei dem Deutschland schlusslich im internationalen Vergleich ist, und es mehren sich die Anzeichen, dass auf Bundesebene freiwillige Verpflichtungen der Unternehmen nicht zustande kommen oder nicht zum gewünschten Erfolg führen. Die EU-Kommissarin Frau Reding beabsichtigt daher, zum Sommer konkrete Vorschläge für eine Quote in Europa vorzustellen. Und die Ungeduld vieler Frauen in Deutschland nimmt deutlich zu, wie die mittlerweile 12.000 Unterzeichnerinnen der Berliner Erklärung zeigen, die ich übrigens auch unterstütze. Der Senat will es aber nicht nur dabei belassen, was die Bundesebene angeht. Der Senat will auch in Berlin selbst tätig werden. Auch in den Berliner Unternehmen sind Frauen in Führungspositionen deutlich unterrepräsentiert. Der Blick auf die DAX-Unternehmen reichen nicht aus. Es werden zwar immer mehr Fachkräfte mit höheren Qualifikationsanforderungen gesucht und Frauen in Berlin sind gut qualifiziert, aber dennoch nutzen viele Unternehmen diese Potenziale nicht ausreichend. Ich habe daher gestern mit der IHK Berlin ein Bündnis geschlossen, welches darauf abzielt, die Berliner Unternehmen in den nächsten Jahren für die Chancen und Potenziale von Frauen in Führungsverantwortung zu sensibilisieren. Unter dem Motto Frauen an die Spitze bitten wir alle Berliner Unternehmen, Institutionen und Verbände, sich dem Bündnis in Wort und Tat anzuschließen, um bei der Unterstützung von Frauenkarrieren in ihren Bereichen noch aktiver zu werden und entsprechende personalpolitische Akzente zu setzen. Flankierend wird dieses Bündnis von konkreten Unterstützungsangeboten an die Berliner Unternehmen. Vielleicht ist das das, was diesen Erfolg des Bündnisses ausmachen wird. Von der Initiative, von der Sie, Frau Sommer, gesprochen haben, lassen ja Ergebnisse zu wünschen übrig. Selbstverständlich zielt die Senatspolitik dabei nicht nur auf private Unternehmen, sondern auch auf den Berliner Landesdienst und die öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Zunächst ein Blick auf die aktuellen Zahlen. Im höheren Dienst der Haupt- und Bezirksverwaltung sind Frauen in den letzten Jahren nicht mehr unterrepräsentiert. Der 10. LGG-Bericht weist hierfür einen Frauenanteil von durchschnittlich rund 57%. Allerdings gilt nach wie vor, je höher die Position, desto geringer der Anteil in den oberen Besoldungs- und Vergütungsbereichen, meist Leitungsstellen, war im unmittelbaren Landesdienst insgesamt nur etwa ein Drittel der Stellen mit Frauen besetzt. Dass der Frauenanteil in diesen Positionen nur langsam vorankommt, hängt zum Teil mit der geringen Fluktuation in den oberen Positionen zusammen. Sobald dort Stellen frei werden, bietet sich das natürlich auch als Chance an, hier bei der paritätischen Besetzung auch einiges zu verändern. Es kann festgestellt werden, dass sich die Frauenanteile in den letzten 10 Jahren in den Bereichen deutlich erhöht haben. Ein schönes Beispiel hierfür sind die Leitungspositionen bei der Polizei. Im nichttechnischen Verwaltungsdienst der Frauenanteil stieg von 4,8% in 2004 auf 29,4% in 2010. Nach wie vor besteht eine gravierende Unterrepräsentanz von Frauen in Vorstands- und Geschäftsführungspositionen der landeseigenen Unternehmen und Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung des Landes. Die Senatsverwaltung für Finanzen weist in ihrem aktuellen Beteiligungsbericht unter insgesamt 60 solcher Positionen nur 7 Frauen. Das machen 11,7% aus. Hier müssen wir nacharbeiten. Hier muss Berlin auf jeden Fall besser werden.
Mit der 9. Novelle zum Landesgleichstellungsgesetz wurden deshalb Regelungen geschaffen, die dem abhelfen sollen. Dazu gehört die Verpflichtung, Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen grundsätzlich öffentlich bekannt zu machen. Auch im weiteren Verfahren zur Besetzung der Positionen sind Vorgaben zur Förderung von Frauen zu beachten, und es gilt die Quotenregelung des LGG. Zur konsequenten Umsetzung dieser Regelung werde ich in Kürze mit dem Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer dieser landeseigenen Unternehmen Gespräche führen. Meine Damen und Herren, ebenfalls in der Pflicht ist das Land Berlin bei der Schaffung von ausreichendem Angebot der öffentlichen Kinderbetreuung. Der Senat, darauf habe ich vorhin schon hingewiesen, arbeitet an einem bedarfsgerechten Ausbau der Angebote und der flexiblen Kinderbetreuung. Zur Entwicklung von Strategien zur nachhaltigen Stärkung der Erwerbsposition von Frauen müssen wir auch den Komplex Bildung betrachten. Hier werden die Weichen gelegt für gute Voraussetzungen und dem Arbeitsmarkt. Wie bereits eingangs erwähnt, haben wir durch gemeinsame Bemühungen der staatlichen Hochschulen und des Senats bedeutende Erfolge bei der Qualifizierung von Frauen für eine wissenschaftliche Karriere und bei der inhaltlichen Verankerung von Gender-Aspekten in Forschung und Lehre erzielt. Die Verwirklichung der Chancengleichheit der Geschlechter ist zur strategischen Aufgabe der Hochschulleitung geworden. Gleichstellungsmaßnahmen werden zunehmend in die Profilentwicklung integriert und als Bewerbungskriterium für Qualität und Exzellenzen Hochschulen anerkannt. Auch wenn Berlin mit einem Frauenanteil an den Professuren von rund 28% im Jahr 2010 an der Spitze der Bundesländer steht, werden wir uns auf diesen Erfolg nicht ausruhen. Der Nachwuchs steht bereit. Von den erfolgreich Promovierten waren 47% und von den Juniorprofessoren 54% Frauen. Die Hochschulen sind verpflichtet, für jeden Berufungsvorschlag die Entscheidungsfindung für die Zusammensetzung der Berufungskommission zu dokumentieren, die Suche nach geeigneten Bewerberinnen darzulegen und die Auswahl der eingeladenen und nicht eingeladenen Bewerberinnen gesondert zu begründen. Quantitative und qualitative Aspekte der Chancengleichheit sind zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Hochschulverträge geworden. Die leistungsbasierten Hochschulfinanzierung, die mit den Hochschulverträgen 2010 bis 2013 neu gestaltet wurden, setzen gezielte Anreize für die Beseitigung der Unterrepräsentanz von Frauen im Wissenschaftssystem. Meine Damen, meine Herren, ein zweiter wichtiger Bereich der Bildungspolitik ist das Berufsauswahlverhalten. Berlin benötigt gut ausgebildete junge Frauen und Männer mit gleichen Verwirklichungschancen. Das Bildungssystem ist deshalb besonders gefordert, die Begabungen und Fähigkeiten und Potenziale eines jeden Kindes bzw. Jugendlichen frühzeitig zu erkennen und zu fördern und auf geeignete Weise dem Entstehen von Geschlechterstereotypen entgegenzuwirken. Bilder über traditionelle Arbeitsteilung und damit verbundene eingeschränkte Rollenzuweisungen behindern gesellschaftliche Modernisierungs- und auch individuelle Entwicklungsprozesse. Die naturwissenschaftliche Fächerwahl an den Schulen und die Berufsorientierung wird beeinflusst durch die jeweilige Leistungen in den einzelnen Fächern und durch die Wahlmöglichkeiten zur Profilbildung. Die Zahlen hier sind keineswegs befriedigend. In den schulischen Grundkursen lag der Mädchenanteil in den letzten beiden Schuljahren in Mathematik relativ konstant bei 89%, ca. 30% in Physik und in Chemie mit leicht steigenden Tendenz 23%. Der Anteil von Mädchen an Leistungskursen ist dagegen konstant niedrig und hat sich in den beiden letzten Schuljahren kaum verändert. Mathematik ca. 11%, Physik ca. 3%, Chemie ca. 6%. Gänzlich abgeschlagen ist Informatik 0,3% bei den Leistungskursen und 2% bei den Grundkursen.
Veränderung in der Wahl der Fächer ist aber eine wichtige Voraussetzung für die Veränderung des Berufswahlverfahrens, das sich ebenfalls noch immer weitgehend an traditionelle Geschlechterstereotypen orientiert. Berlin arbeitet seit vielen, vielen Jahren dem engen Spektrum der gewählten Berufe entgegen mit der Etablierung Girls Day und seit 2011 auch des Boys Days. Das Interesse der Schülerinnen an Berufen in Mathematik, Informatik, Ingenieurswissenschaften und Technik ist erfreulicherweise von Jahr zu Jahr gewachsen. Bei 16% der Unternehmen und Betriebe haben sich Girls Day-Teilnehmerinnen um einen Praktikums- und Ausbildungsplatz in technischen, handwerklichen oder informationstechnischen Berufen beworben. Bundesweit sind 10% der beteiligten Unternehmen jungen Frauen aufgrund ihrer Teilnahme am Girls Day eingestellt worden. Und es ist ein Imagewechsel festzustellen, 66% der Mädchen widersprechen mittlerweile der Aussage, technische Berufe seien langweilig. In der Pflicht bezüglich einer angemessenen Berufsorientierung sind natürlich auch die Schulen selbst. Die rechtliche Vorgabe für die Durchführung einer geschlechtersensiblen Berufsorientierung sind im Schulgesetz und für die Sekundarschulen weiterführend im Rahmen Planung Wirtschaft, Arbeit und Technik verankert. Auch das Berliner Programm vertiefter Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler leistet einen wichtigen Beitrag. Eine weitere Frage zielt auf den Kenntnisstand im Bereich sexuelle Gewalt bei den Beschäftigten der verschiedenen Einrichtungen. Das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und der Schutz vor sexueller Gewalt von Frauen und Kindern sind zentrale Anliegen des Berliner Senates. Im Hinblick auf Prävention und Vermeidung von Retraumatisierung betroffener Frauen kommt der Sensibilisierung aller Berufsgruppen, die mit Opfern in Berührung kommen, eine besondere Bedeutung zu. Das Wissen um die komplexen Zusammenhänge und Hintergründe sexueller Gewalt und Kenntnisse über das Berliner Beratungssystem, was sehr gut ausgebaut ist, sind für einen sensiblen Umgang mit Opfern nicht nur bei den Strafverfolgungsbehörden entscheidend, sondern auch in anderen Einrichtungen. Im schulischen und vorschulischen Bereich ist die Frage, wie sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch erkannt und angesprochen werden kann, sowohl im Hinblick auf den Schutz von Kindern und Jugendlichen als auch aus präventiver Sicht zentral. Das Thema Prävention sexueller Gewalt in der Schule wurde im Schuljahr 2009 und 2010 verbindlich in Schulleitersitzungen behandelt. Hinweise zum Thema finden Sie in den überarbeiteten Notfallplänen sexuelle Übergriffe sowie Gewalt in den Familien. Schulen, Schulleitungen, Lehrkräfte, pädagogisches Personal können hier Abhilfe finden, wenn es um akute Vorfälle geht. Das Erkennen und der Umgang mit sexueller Gewalt an Kindern und sexuellen Übergriffen von Kindern untereinander ist seit jeher ein wichtiges Thema in der Fortbildung der Beschäftigten von Tageseinrichtungen für Kinder. Das Sozialpädagogische Fortbildungsinstitut Berlin-Brandenburg bietet eine Vielzahl entsprechender Fortbildungen an. Bei der Polizei ist das Thema in der Ausbildung des gehobenen und mittleren Polizeidienst fest verankert. Auch die Fortbildung wird das Thema Umgang mit Sexualdelikten regelmäßig angeboten. Meine Damen, meine Herren, ich komme nun zur letzten Teilfrage der Anfrage, der nach dem Wandel der Familienformen und der Lebensverhältnisse in Berlin stellt. Dies ist ein sehr wichtiges und spannendes Zukunftsthema. Der Wandel der Familienverhältnisse ist in Berlin deutlich wahrnehmbar. Das traditionelle Modell der Familie mit einem männlichen Ernährer und einer nicht erwerbstätigen, kinderbetreuenden Ehefrau kommt in Berlin immer weniger vor. Stattdessen steigt die Anzahl der Familien, in denen sowohl Mann als auch Frau erwerbstätig sind, und die Anzahl der Familien Alleinerziehender steigt ebenso. Im Jahr 2010 waren ca. 54% der Berliner Haushalte Einpersonenhaushalte. Familien mit Kindern unter 18 Jahren stellen einen Anteil von rund 17% der Berliner Privathaushalte dar.
Von den Berliner Eltern sind 52% verheiratet. Etwa ein Drittel der Familien mit Kindern unter 18 Jahren sind Haushalte Alleinerziehender. Im Bundesgebiet sind diese durchschnittlich nur knapp 19%. Alleinerziehende sind eine sehr heterogene Gruppe. In Berlin sind etwa 90% der alleinerziehenden Frauen. Sie sind ledig, verheiratet, getrennt lebend, geschieden oder verwitwet. Alle Alleinerziehende sind in besonderem Maße von Armut bedroht. Ihr Alltag ist geprägt von dem Wunsch, die Existenz der Familie eigenständig zu sichern und den hohen Anforderungen sowie den unterschiedlichen Belastungssituationen in dem Leben mit Kindern immer wieder auftreten, gerecht zu werden. Sie sind angewiesen auf die bezahlbare und verlässliche Kinderbetreuung, wo die Aufhebung der Kindergebühren eine große Rolle spielt, auf ausreichende Qualifizierungsmöglichkeiten, eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit und damit verbunden aufgeschlossene Arbeitgeber. Sie benötigen verlässliche Unterhaltszahlungen, flexible Hilfe in Notsituationen und gesellschaftliche Teilhabechancen. Berlin verfügt über ein breites Netz mit unterschiedlichen Angeboten für Familien und auch für Alleinerziehende. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erhöhen, sind neben einer guten funktionierenden Kinderbetreuung berufliche Beratungs- und Qualifizierungsangebote erforderlich, besonders konzentrierte Fort- und Weiterbildungs-, zum Teil in modularisierte Form sowie Teilzeitberufsausbildung können Alleinerziehende und junge Mütter langfristig bei der Integration auf dem Arbeitsmarkt unterstützen. Soweit die kurze Darstellung der wichtigsten Entwicklungen. Zum Schluss möchte ich noch auf die Veröffentlichung der dritten aktualisierten Fassung des Gender-Datenreports hinweisen, den wir wieder in Kooperation mit dem Amt für Statistik erstellt haben und der ab heute auf unserer Homepage und der des Amtes für Statistik zu finden ist. Ich würde gerne abschließend noch zwei Sätze zum Thema Gender-Budgeting sagen. Es ist auch ein Thema, wo wir mit gutem Gewissen sagen können, wir sind nicht nur bundesweit, sondern international Spitze, was die Implementierung von Gender Budgeting angeht. Ich kenne viele Länder, die Projekte in diese Richtung machen. Es gibt viel Erkenntnisse, dass man das machen kann. Aber wenn man sich umschaut, dann stellt man fest, dass Berlin das einzige Bundesland ist, wo das Thema Gender Budgeting umgesetzt ist und auch so implementiert ist, dass Sie im Haushaltsplan Gender-Daten sehen können. Das ist ein Riesenerfolg für Berlin. Nur kommt es darauf jetzt an, im Rahmen der Haushaltsberatung, ob denn diese Informationen auch genutzt werden. Wozu dient Gender-Budgeting-Daten im Haushalt? Denn der Haushaltsgesetzgeber ist das Parlament. Es liegt jetzt an Ihnen, entsprechend der Fachgebiete diese Daten aufzurufen, zu nutzen und mit geschlechtergleichen oder genderpolitischen Themen aufzurufen und vielleicht auch zu nutzen, um Politik damit zu machen. Dafür möchte ich Sie ermuntern und auffordern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Senatorin. Es haben noch einige Damen und Herren Kollegen Restredezeiten. Für die Fraktion Grüne die Kollegin Kofbinger. Bitte schön. Aber Sie haben das Recht. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Lieber Kollege, Sie glauben doch nicht, dass ich mir eine Sekunde am Pult entgehen lasse. Nein, natürlich nicht. Ich bin sehr froh, dass ich direkt nach der Senatorin sprechen kann und habe mir dafür auch noch ein bisschen Zeit aufgehoben. Es geht im Prinzip darum, ich knüpfe gleich mal an beim Gender Budgeting, das war ja unser Eingangsantrag zum heutigen Tage. Wir sind ja d'accord, dass wir sagen, wir haben schöne, viele Daten gesammelt. Das ist aber für 10 Jahre unserer Meinung nach, also nach Meinung meiner Fraktion, ein bisschen zu wenig. Wir hätten schon längst auf dem Wege sein sollen, den Sie beschrieben haben, nämlich damit Politik zu machen. Und da sind wir eben mitten auf dem guten Weg vor circa 5 Jahren stehen geblieben. Das haben wir bemängelt. Deshalb noch mal die Bitte, Sie können unseren Antrag mit unterstützen. Wir nehmen Sie alle mit drauf. Bitte unterstützen Sie unseren Antrag, Gender Budgeting in der Landeshaushaltsordnung festzuschreiben. Es scheint ja kein Problem zu sein, wenn ich Ihren Redebeitrag richtig deute.
Bitte lassen Sie mich noch einige Worte sagen, weil heute natürlich Internationaler Frauentag ist und wir sozusagen eine zweite Aktuelle Stunde ja auch dazu gemacht haben. Mich würde das an Ihrer Stelle sehr beunruhigen, wenn ich vorlese, dass 0,3% der Mädchen in einem Informatikleistungskurs sind, denn der Umkehrschluss heißt, 99,7% der dort anwesenden Menschen, die da im Leistungskurs sind, sind junge Männer oder Menschen, die ihr Geschlecht noch nicht ganz genau festgelegt haben. Also ich würde sagen, da hätte ich etwas mehr Leidenschaft von Ihnen doch erwartet, zu sagen, was machen Sie denn da? Wie wollen Sie jetzt unsere Mädchen für die IT-Sachen begeistern? Wie wollen Sie die für Informatik begeistern? Das ist die Zukunft. Da bitte ich doch, dass Sie uns da auch mal einen Vorschlag unterbreiten in der nächsten Zeit. Würden wir uns wahnsinnig freuen. Netzpolitik ist uns auch wichtig, nicht nur den Piraten. Da klatschen sogar zwei. Das scheint also hier einen Nerv getroffen zu haben. Aber wir sehen natürlich ein grundsätzliches Problem bei der Frauenquote, bei der CDU zum Beispiel. Die Frauenquote der Piraten interessiert uns gar nicht. Wir kennen sie, 6,67%, sagte der Kollege Kowalewski, ist bekannt. Aber die sind für uns jetzt wirklich nicht stilbildend. Uns interessiert, was macht denn die Regierungskoalition oder beziehungsweise was macht denn die eine Fraktion der Regierung? Und wenn ich da sehe, dass die mit Eintritt in die Regierung gleich die Frauenquote bei den Senatorinnen und Senatoren von 50% auf 36% runterhämmern, da werde ich natürlich wach als Frauenpolitikerin. Da will ich natürlich wissen, was ist da los? Und wenn ich dann den Frauenanteil in der Fraktion sehe, der mit 6 von 39 natürlich auch noch unter 15% liegt, dann bin ich natürlich extrem alarmiert. Denn was heißt das am Ende? Am Ende heißt es, es müssen Aufsichtsratsposten besetzt werden. Wir können das jetzt auch noch für die Staatssekretärinnen und Staatssekretäre durchdeklinieren. Es müssen diese Aufsichtsratsposten besetzt werden. Vivian Reding, Sie haben sie selber ins Spiel gebracht, wird Mitte des Jahres eine Quote wahrscheinlich fordern und auch damit durchkommen auf EU-Basis. So, und wir sitzen hier in Berlin und werden also von der CDU immer nur junge oder auch nicht so junge Männer bekommen, die in irgendwelche Gremien gehen. Das ist absehbar. Da kann ich mir die nächsten 5 Jahre schon vorstellen, wie sich das ungefähr auswirken wird, auch wenn da mal die eine oder andere Frau durchrutscht. Und das ist doch unsere grundsätzliche Angst, die wir haben und mit der wir Sie natürlich jetzt auch mal konfrontieren wollen. Und da erwarten wir natürlich, liebe Frau Kollert, dass Sie etwas mehr als warme Worte finden und sagen, ach, das wird schon gut gehen. Das hoffen wir mit Ihnen, dass das schon gut gehen wird. Wir gehen aber von einem sehr hohen Level von knapp über 40% aus und möchten nicht einfach weiter runterstolpern und nach 5 Jahren bei 25% landen. Und die Kollegin Sommer hat schon gesagt, bei der GEWOBAG, bestes Beispiel, wird eine Frau durch einen Mann ersetzt. Und es wird jetzt weitergehen, weil die CDU einfach keine Frauen hat. Ich finde es auch sehr schade, auch für die CDU, die könnte sich nämlich damit einen großen Gefallen tun und vielleicht auch ihre politische Kultur mal irgendwie ins Jahr 2012 schaffen, wenn sie da mehr Frauen dranlassen würde. Machen Sie nicht? Gut. Sie sehen auch keine Unterschiede bei der Entlohnung. Frau Vogel ist ja gleich noch mal dran, kann das vielleicht noch mal etwas näher erklären. Das sehen wir ganz anders und das sieht auch die Initiative für einen geschlechtergerechten Haushalt ganz anders. Da stehen die Zahlen ja drin. Ich habe sie auch ganz kurz vorgetragen. Ansonsten noch eine Sache, Frau Kollegin, was mir Sie immer sehr dann noch zum Ende kommen, bitte, liegt, und das ist auch mein letzter Satz. Sie haben erwähnt, was ich gut finde, erstmal Priorität, sexuelle Gewalt, sexueller Missbrauch. Aber, liebe Frau Kollert, gucken Sie noch mal genau hin. Ich weiß, es ist nicht Ihr Haushalt, es ist die Kollegin Scheres. Da fehlt massiv Geld. Und darum möchte ich Sie doch bitten, das ist ein sehr wichtiges Thema, das also auch parteiübergreifend wichtig genommen wird. Bitte schauen Sie sich da den Haushaltstitel noch mal an. Die brauchen wirklich noch etwas Zuschuss. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Kofbinger. Für die SPD noch mal Frau Dr. Ciborra. Sie haben 1 Minute 50 Sekunden. Bitte schön. Nur eine kurze Bemerkung zum Ressortzuschnitt. Es wurde ja hier kritisiert, dass Frauen weggekommen ist vom Wirtschaftsressort. Ich war da auch anfangs skeptisch. Ich war ein großer Fan von dieser Ressortverteilung. Ich muss aber sagen, dass gerade die Ausführungen eben sehr deutlich gezeigt haben, dass Arbeit, Integration und Frauen ein Ressortzuschnitt ist, der sehr viel Potenzial hat. Arbeit, berufliche Bildung, gute Arbeit und gute Bezahlung ist das Hauptproblem von vielen Frauen in dieser Stadt, beziehungsweise das, was sie brauchen. Und insofern haben die Ausführungen hier sehr deutlich gezeigt, dass dieses Ressort da gut aufgehoben ist und dass wir mit einer wirklich, dass wir positiv in die Zukunft gucken können für unsere Frauen. Danke. Vielen Dank, Frau Kollegin.
Für die Fraktion der CDU verzichtet die Kollegin Vogel. Dann haben jetzt als Nächste die Fraktion der Piraten das Wort. Es ist der Kollege Spieß, der mir gemeldet worden ist. Bitte schön, Herr Kollege. Sie haben noch wie viel? 2 Minuten 57 Sekunden. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir verdanken den Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, den Frauen, die für ihre Rechte gekämpft haben, eine Menge und haben eine Menge geschafft. Aber jetzt müssen die Frauen auch kommen. Ja? Und das ist eben ein Problem, das nicht nur an den Frauen liegt, sondern auch an den Voraussetzungen liegt. Ich nehme mal die Berufe. Ja? Ich habe mit jungen Frauen gesprochen, die werden einfach zu wenig angesprochen, zum Beispiel, wenn sie Automechaniker werden wollen oder Berufe ergreifen wollen, dann begegnen sie eben auch in den jeweiligen Firmen mit entsprechendem Misstrauen. Also das ist das eine, dass man Appell richtet an die Wirtschaft, an die Firmen. Gehen Sie auch auf Frauen zu, trauen Sie den Frauen auch zu, dort zu arbeiten, wo sie vielleicht im Kopf immer nur das Männerbild sehen. Das ist aber auch ein generelles Problem bei der beruflichen Bildung, dass einfach die Firmen zu wenig bereit sind, schon Praktikaplätze anzubieten, den Schülerinnen und Schülern, die dorthin kommen wollen, um mal das berufliche Leben kennenzulernen. Und dann ist es natürlich erschreckend, was schon gesagt worden ist, dass wir viel zu wenig Frauen haben, die eben auch sich in Informatik, in technischen Berufen. Es fehlen unheimlich viele Ingenieure. Und die Frauen, die machen bessere Schulabschlüsse als die Jungs. Das ist bekannt. Und trotzdem findet man sie gerade in diesen Spitzenberufen zu wenig. Da muss mehr getan werden. Da muss aber auch um Attraktivität geworben werden bei den Mädels, dass sie eben wegkommen davon, sich das nicht zuzutrauen, auch dort eine Karriere zu machen. Viele Steine sind schon aus dem Weg geräumt worden. Das reicht sicherlich noch nicht. Aber wir müssen eben auch dafür werben, dass die jungen Mädchen und Frauen auch dort in die Berufe kommen. Und es muss eben auch klargemacht werden, dass eine der wichtigsten Funktionen auch der Frauen, nämlich dass wir alle nur hier stehen können, weil es die Frauen gibt, dass das auch in der beruflichen Welt anerkannt wird. Das heißt, dass die Firmen eben auch Frauen einstellen und ihnen ermöglichen, gleichzeitig auch eine Familie zu gründen. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich. Das war eine Punktlandung. Zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 17-200 wird die Überweisung an den Ausschuss für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen empfohlen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Und zum Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 17-192 wird ebenfalls die Überweisung an den Ausschuss für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen empfohlen. Auch hier höre ich keinen Widerspruch, sodass wir verfahren entsprechend. Damit hat dann auch die große Anfrage unter Tagesordnungspunkt 7 ihr Erledigung gefunden, weil sie dann auch besprochen und beantwortet wurde. Ich rufe nunmehr auf die laufende Nummer 4.3. Das ist die Priorität der Piratenfraktion in Verbindung mit dem Tagesordnungspunkt 20. Es handelt sich um die Drucksache 17-0197 mit dem Titel »Kein verfassungswidriger Staatstrojaner in Berlin«. Auch hier steht den Fraktionen eine Redezeit von bis zu 5 Minuten zur Verfügung. Die Piratenfraktion beginnt, und dort ist mir der Kollege Lauer als Redner benannt worden. Bitte schön, Herr Kollege Lauer. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Die Stadt Berlin kauft bei der Firma Seiborg einen sogenannten Staatstrojaner. Das hat Herr Henkel, Herr Krömer ist da, lassen wir mal gelten. Das hat Herr Henkel hier im Rahmen einer großen Anfrage
so beantwortet. Die kostet die Stadt Berlin diese Software 280.000 Euro. Und da sagen wir von der Piratenfraktion, diese Software darf hier in Berlin niemals zum Einsatz kommen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Herr Morlang hat es auch im Rahmen unserer großen Anfrage noch mal erläutert. Sie kriegen es nicht hin, mit dieser Software das zu machen, was Sie machen möchten, einmal technisch und dann aber auch in Vereinbarung mit dem Bundesverfassungsgericht. Technisch ist es also vollkommener Quatsch, eine solche Software einzusetzen, weil Sie naturgemäß nur die Systeme überwachen können, die so standardmäßig unterwegs sind und Sie nicht kalkulieren können, was die Kriminellen, die Sie mit einem solchen Staatstrojaner überwachen wollen, da möglicherweise alles einsetzen. Sie kriegen eine Software so auch nicht programmiert. Dann kam noch das Argument, man müsse ja Skype abhören, da könnten wir es so machen wie alle anderen Länder dieser Erde auch. Man schickt dieser Firma einfach einen Brief und kriegt da seine Abhörschnittstelle eingerichtet. Aber, und das darf man ja auch nicht vergessen, wir sind hier eben nicht in China oder sonst wo, sondern halt in Deutschland und wir leben hier in einem Rechtsstaat und einer Demokratie. Und da hat das Verfassungsgericht sehr enge Grenzen gesetzt, nach denen man eine solche Software einsetzen darf. Und das haben wir Ihnen ja hier versucht, mehrfach zu erklären, die Piratenfraktion. Wir sind fest davon überzeugt, dass eine solche Software niemals in den Maßgaben, die das Bundesverfassungsgericht dort gesetzt hat, umsetzbar wird. Heute nicht und auch in Zukunft nicht, auch wenn es da möglicherweise Firmen gibt, die Sie da von einer anderen Sache überzeugen wollen. Wir können noch mal in den Haushalt gucken, was für die Quellen-TKÜ, was für die TKÜ grundsätzlich ausgegeben wird. Das heißt, nach diesen 280.000 Euro, die anscheinend schon bezahlt worden sind, kostet uns das im Jahr 550.000 Euro. Da sind die normalen TKÜ-Geschichten auch gerne drin. Da fragen wir im Moment noch nach, was uns dieser Staatstrojaner insbesondere dann kosten wird. Das wird die CDU wahrscheinlich sagen, na ja, Sicherheit ist nie umsonst und wenn nur einer gerettet wird, wir kennen das. Herr Henkel, Sie haben jetzt genau zwei Möglichkeiten. Also entweder überlegen Sie sich, wie man in Zukunft in Berlin auch bei den Ermittlungsbehörden im Rahmen der Ermittlungen so vorgeht, dass man eben nicht darauf angewiesen ist, einen solchen Trojaner einzusetzen, oder Sie hören hier quasi nicht auf die Warnungen, die da jetzt von uns mehrfach ausgesprochen worden sind und setzen das ein. Dann ist unserer Meinung nach an der Stelle der Skandal im Grunde genommen vorprogrammiert. Sie setzen diese Software ein, diese Software wird dann entdeckt, es wird dagegen geklagt und dann haben wir im Grunde genommen eine Beschädigung einmal der Polizei, die darunter ja immer Leid trägt, weil es dann heißt, die Polizei hat gemacht oder die entsprechende Ermittlungsbehörde. Wir haben auch eine Beschädigung der Justiz und nicht zuletzt der Politik, die sich hier darüber unterhalten hat und die es dann an der Stelle, an verantwortlicher Stelle anscheinend auch nicht interessiert hat, wenn ich mir so angucke, wie die Reihen im Moment gefüllt sind. Das ist aber nicht so schlimm. Der Antrag ist ja eigentlich relativ klar. Einmal der Staatstrojaner, der bereits gekauft worden ist, wird nicht eingesetzt und es werden auch in Zukunft vom Land Berlin keine Staatstrojaner gekauft. Beziehungsweise Sie müssen sich dann an die Vorgaben des Verfassungsgerichtes halten. Wie gesagt, viel Spaß, das ist technisch nicht möglich. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt passieren wird. Jetzt haben wir die Möglichkeit, was daran zu ändern. Wir haben die Möglichkeit, es nicht zu tun. Vielleicht stehen wir in ein paar Jahren hier und dann kann ich sagen, naja, wir haben es Ihnen damals gesagt oder wir lassen dann einfach das Video noch mal laufen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lauer. Für die Fraktion der SPD hat jetzt der Kollege Kohlmeier das Wort. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ein Video hätten wir ja zumindest laufen lassen können, und zwar das aus der Plenarsitzung im Januar. Da haben wir uns ja inhaltlich mit diesem Thema schon mal befasst. Da sind ja die wesentlichen grundsätzlichen Dinge hier schon mitgeteilt worden. Nun liegt also ein entsprechender Antrag der Piratenfraktion zu diesem Thema vor. Und ich möchte mich gar nicht so weit grundsätzlich dazu einlassen, lediglich noch mal wiederholen, was ich im Januar hier an gleicher Stelle gesagt habe und mich entsprechend auch für die Koalition und für die SPD positioniert habe. Ich habe damals im Januar gesagt, ich halte eine Quellen-TKÜ für bedenklich, habe aber Verständnis für die Sicherheitsbehörden, dass dieses Instrument nutzen wollen.
Und weiter habe ich deutlich gemacht, dass ich der Auffassung bin, dass es derzeit keine klare Rechtsgrundlage gibt und die Justiz ihre Rechtsgrundlage sich nicht selbst zurechtbasteln darf. Und ich darf noch einmal auf die Koalitionsvereinbarung dort auf Seite 68 verweisen. Berlin wird keine landesgesetzliche Befugnis für Online-Durchsuchungen schaffen. Warum sage ich Ihnen das? Weil ich es grundsätzlich nicht nochmal wiederholen möchte, was wir damals schon besprochen haben. Im ersten Teil Ihres Antrages, und da möchte ich jetzt ein bisschen näher darauf eingehen und die Zeit dafür auch nutzen, im ersten Teil Ihres Antrages fordern Sie, dass die Firma Syborg nicht die Software der Firma Syborg nicht zum Einsatz kommen soll. Das ist eine einfache und populäre Forderung, die Sie aufstellen, in Ihren breiten Graden höchstwahrscheinlich total umjubelt. Es gab dazu ein Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, an dem am Ende eine Vergabeentscheidung stand. Diese wurde bei dem damaligen Innensenator getroffen. Im Vergaberecht gibt es die eindeutige Regelung. Im Zweifelsfall gibt es eindeutige Regelungen, dass im Zweifelsfall, wenn wir hier von der Vergabe abgesehen hätten, das Land Berlin sich schadensersatzpflichtig machen würde. Warum sage ich Ihnen das? Auch wenn es so nicht im Antrag steht, ist eine Entscheidung, das Verfahren aufzuheben oder die Entscheidung aufzuheben, nicht mehr möglich. Sie wollen, dass die Software nicht zum Einsatz kommt. Und ich muss an dieser Stelle dann doch fragen, was soll denn dann passieren? Soll hier Steuergeld dafür verwendet werden, für eine Software, die nicht zum Einsatz kommt und die sich Herr Henkel möglicherweise auf CD-ROM gepresst in sein Büro legt und jeden Tag angucken kann? Nein, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich denke, dass das Geld, Steuergeld hier nicht in den Sand gesetzt werden kann, sondern ich möchte den Blick auf die Anforderungen lenken. Die Anschaffung der Erweiterung der TKÜ-Anlage von der Firma Syborg befindet sich derzeit im Beschaffungsvorgang. Dazu gab es im Jahre 2006 eine europaweite Ausschreibung, in der auch festgehalten wurde, dass aktuelle technische und gesetzliche Anforderungen berücksichtigt werden müssen. Ich will es nochmal wiederholen. Aktuelle technische und gesetzliche Anforderungen müssen berücksichtigt werden. Herr Senator Henkel hat das in der Beantwortung zu der Großen Anfrage im Januar ebenfalls sehr gut ausgeführt. Ich leite daraus ab, dass die von der Firma Syborg zur Verfügung gestellte Software nur zum Einsatz kommt, wenn die technischen und gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden. Der verfassungsrechtlich gesetzeskonforme Einsatz wird sichergestellt werden und darunter fasse ich auch die engen Grenzen des Bundesverfassungsgerichts. Damit ist natürlich nicht gesagt, dass die gesetzlichen Regelungen per se richtig sind. Ich will das hier noch mal unterstreichen. Die gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene müssen meines Erachtens durchaus angepasst werden und die Grundeinsatzgrundlage darf nicht auf antiquierte Rechtsgrundlagen gestützt werden. Für den Einsatz einer Quellen-TKÜ brauchen wir eine rechtliche Konkretisierung und eine stärkere Kontrolle durch das Parlament. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir dürfen uns jedoch hier nicht in einer Diskussion verlieren, zu welchem Ergebnis die Anwendung des Gesetzes führt, sondern wir müssen, wenn dann, an die Grundlagen, an die gesetzlichen Grundlagen ran. Das Gesetz ändert sich nicht, wenn die Software der Firma Syborg nicht eingesetzt wird. Da kommt im Zweifel die nächste Firma. Solange das gesetzlich möglich ist, wird man das nicht verhindern können. Und wie bereits gesagt, solange es gesetzlich möglich ist, werden die Sicherheitsbehörden oft darauf drängen, so eine entsprechende Software anzuwenden. Weiterhin fordern Sie, dass das Land Berlin auf die weitere Anschaffung von Software, die den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nicht entspricht, verzichten soll. Das halte ich für eine Selbstverständlichkeit, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Der Einsatz oder die Beschaffung von nicht zulässiger Software wäre rechtswidrig. Unterschwellig hier zu unterstellen, dass es solche Planungen gibt, halte ich für nicht hinnehmbar und ein Ausdruck großen Misstrauens gegenüber unserem Rechtsstaat. Die Exekutive muss sich an die gesetzlichen Vorgaben halten und ich habe keinen Zweifel, dass auch Herr Henkel sich daran hält. Und weil die Diskussion immer über die Möglichkeit des Nachladens von sogenannten Modulen aufgemacht wird, das heißt, die Software nicht nur für die Quellen-TKÜ verwendet wird, sondern die Software zusätzlich dann auch als späterer Online-Trojaner verwendet wird. Ich habe mich bei der Innenverwaltung noch einmal versichert, das Nachladen von Programmteilen zur Erweiterung der Funktionalität über eine Quellen-TKÜ hinaus ist mit der Quellen-TKÜ-Software der Berliner Polizei nicht möglich. Ich habe daher grundsätzliches Vertrauen in unsere Innenverwaltung, in die Berliner Polizei und in unseren Rechtsstaat. Und ich stelle auch nicht grundsätzlich das in Frage, auch wenn es unglücklicherweise in der Vergangenheit zu Fehlgriffen gekommen ist. In der vorliegenden Form würde ich den Antrag heute zur Ablehnung empfehlen. Wir werden ihn dann weiter in den Ausschüssen beraten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kohlmeier. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt eine Kurzintervention. Eine Kurzintervention des Kollegen Lauer ist gerade angemeldet worden. Bitte sehr, Kollege Lauer.
Ja, sehr geehrter Herr Kollege, Sie haben das vollkommen richtig erfasst. Diese Software soll gekauft werden, da haben Sie vollkommen recht. Aus dem Vertrag kommen wir nicht mehr raus. Und dann soll sie tatsächlich nicht eingesetzt werden. Ob Herr Henkel die sich ins Büro hängt, das stelle ich ihm jetzt mal frei. Ich kenne da auch nicht so seinen Kunstgeschmack. Man kann auch einfach den Quellcode veröffentlichen, aber vielleicht werden Sie dann auch von der Firma Cyborg verklagt, weil Sie dann irgendwelche Geschäftsgeheimnisse verletzen. Ansonsten finde ich die Argumentation sehr interessant, dass Sie irgendwie sagen, durch unseren Antrag drückt sich ein Misstrauen gegenüber dem Rechtsstaat aus. Ja, natürlich müssen wir als Demokraten auch gegenüber dem Rechtsstaat misstrauisch sein, gegenüber der Justiz und auch den Verfolgungsbehörden. Das ist hier unser gutes Recht und diesem Recht sollten wir auch als Parlament nachkommen. Und Sie haben... Sie haben noch irgendwas gesagt, was ich jetzt aber leider vergessen habe. Aber im Kern war Ihre Aussage, wie gesagt, richtig. Diese Software soll nicht zum Einsatz kommen. Und andere Software dieser Art auch nicht. Ne? Wie gesagt, aber wir werden in ein paar Jahren darüber diskutieren. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Herr Kollege Kohlmeier. Wollen Sie erwidern? Nein? Dann hat jetzt die Kollegin Schill-Hanneck das Wort für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne. Frau Kollegin, bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ja, vor uns liegt ein Antrag, der zweierlei zugleich ist. Er ist einerseits nahezu amüsant, weil er eine Selbstverständlichkeit aufgriff. Und zum anderen ist er ehrlich gesagt ziemlich traurig, weil er offensichtlich notwendig ist, wenn ich mir die Beantwortung der großen Anfrage, die Einlassung des Kollegen Kohlmeier so anhöre. Herr Kohlmeier, ich habe jetzt verstanden, Sie wollen sich abermals nicht grundsätzlich einlassen, haben ein Problem damit, dass Ihrer Meinung nach Ihres, ich hatte den Eindruck, etwas diffusen Gefühls und möglicherweise einer gewissen, vielleicht technischen Unkenntnis heraus. Bitte? Ja, sage ich. Und lieber Herr Kohlmeier, wenn Sie das in Frage stellen wollen, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie das funktioniert, dann geben Sie sich Mühe, versuchen Sie viel Spaß. Vielleicht, Und das am Internationalen Frauentag, Sie sind echt süß. Also, meine Sie Damen haben und Herren, Verständnis bitte dieses für das zu unterlassen. Das ist hier nicht wie im Karneval. Solche Annäherung verbitte ich mir, Herr Kohlmeier. Ganz eindeutig. Also, Sie äußern Verständnis dafür, dass aber wohl die Ermittlungsbehörden ein gewisses Bedürfnis haben, möglicherweise technische Hilfsmittel einzusetzen, die sie selber als fragwürdig und gegebenenfalls nicht der Rechtslage entsprechend einstufen. Ja, wollen Sie jetzt, dass das eingesetzt wird oder nicht? Das ist mir noch nicht so ganz klar geworden. Grundsätzlich gilt festzuhalten, es gibt einfach ein Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme überall, insbesondere im Privatbereich. Was Sie bis heute nicht können, bei allen Spekulationen über die Reichweite, Mächtigkeit auch von einzelnen Systemen, die dann irgendwann abblocken oder nicht nachladen von irgendwelchen Modulen, was Sie nicht können, ist auseinanderhalten, wer sitzt vor dem Rechner. Sie können nicht auseinanderhalten, selbst wenn geskypt wird oder wenn eine E-Mail geschrieben wird oder etwas Ähnliches passiert. Wer tut das? Ich glaube, die meisten Anwesenden kennen das Konzept eines Familiencomputers oder Ähnliches, wo es mehrere Nutzer gibt oder Nutzerinnen. Die werden meistens nicht trennscharf geschieden. Wie wollen Sie andere Nutzer und Nutzerinnen in der Situation davor schützen, dass sie in den innersten Privatbereich eingreifen? Ich finde das... Das Bundesverfassungsgericht hat noch auf einen weiteren Punkt hingewiesen. Es hat in seinem Schriftsatz 2008 gesagt, wegen der Heimlichkeit des Zugriffs, und darum geht es ja, die sollen ja nicht wissen, dass sie überwacht werden, sonst wäre es ja keine sinnvolle Methode für die Ermittlungsbehörden, ist ja völlig selbstverständlich. Wegen der Heimlichkeit des Zugriffs hat der Betroffene keine Möglichkeit, selbst vor oder während der Ermittlungsmaßnahmen darauf hinzuwirken, dass die ermittelnde staatliche Stelle den Kernbereich seiner privaten Lebensgestaltung achtet. Ich füge hinzu, das gilt auch für alle anderen, die die entsprechenden technischen Einrichtungen nutzen. Weiter stellt das Bundesverfassungsgericht fest, in vielen Fällen wird sich die Kernbereichsrelevanz der erhobenen Daten vor oder bei der Datenerhebung nicht klären lassen. Sie haben auch für das Produkt der Firma Cyborg nicht bis jetzt dargelegt,
inwiefern Sie das Problem lösen wollen. Ich habe verstanden, die Ausschreibung ist schon ein paar Tage älter, die war 2006. Ja, da kommt man jetzt nicht mehr raus. Das Urteil ist von 2008. Das, was man nun völlig logisch tun muss, ist zumindest zu sagen, okay, die Ausschreibung muss offensichtlich laufen. Da wir mittlerweile aber dazu Rechtsprechung haben, kann das Produkt nicht eingesetzt werden. Ist ja völlig klar. Ich gehe völlig mit Ihnen d'accord, dass wir an der einen oder anderen Stelle möglicherweise die entsprechenden rechtlichen Grundlagen mal auf Angemessenheit und Alltagstauglichkeit im informationstechnischen Zeitalter überprüfen müssen. Völlig klar. Aber ganz ehrlich, so wie Sie das relativ grob machen und sagen, Sie haben da Verständnis und wissen nicht genau und naja und mal gucken. Also ganz ehrlich, mit der Begründung, das ist jetzt angeschafft, dann können wir es auch einsetzen. Könnte man hier eine ganze Menge einsetzen, inklusive Schultrojaners, und dagegen haben Sie sich ja, glaube ich, neulich verwahrt. Danke. Kollege Kohlmeister, eine Kurzintervention, bitte schön. War nicht ganz klar, ob Zwischenfrage oder K.U., bitte. Ich muss zumindest richtigstellen, dass ich die Kollegin Schill-Hanning nicht umarmen möchte. Da kriegt zu Hause Ärger mit meiner Frau, auch am Internationalen Frauentag. Zum Thema. Liebe Frau Schill-Hanning, also ich glaube, das kann nicht verwundern, dass wenn die SPD kritisiert, oder Bedenken hat hinsichtlich der Grundlagen, der Eingriffsbefugnisse, die herangezogen werden, um die Quellen TKÜ anzuwenden, und gleichzeitig sagt, dass diese Software im Beschaffungsvorgang ist und gleichzeitig sagt, dass ich hohes Vertrauen darin habe, dass die Innenverwaltung und dass der Senator Henkel sich hier an Recht und Gesetz wenden werden und dass auch Herr Henkel und die Innenverwaltung sehr wohl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts entsprechend kennen und entsprechend dafür Sorge tragen werden, dass dies bei dem Einsatz dieser Software dann eingehalten wird. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich sage es gerne noch ein zweites Mal. Soweit mir die Innenverwaltung versichert hat, und da habe ich gar keinen Zweifel daran zu glauben, dass das Nachladen von Programmteilen zur Erweiterung der Funktionalität über eine Quellen-TKÜ hinaus mit der Quellen-TKÜ-Software der Berliner Polizei nicht möglich ist. Mehr als dem Glauben schenken kann ich doch nicht. Also ich kann mich doch nicht hier vorne hinstellen wie Sie. Das ist jetzt auch relativ einfach für Sie als Opposition, erstmal alles in Zweifel zu stellen, obwohl noch nichts auf dem Tisch liegt, erstmal zu behaupten, die anderen würden sich rechtswidrig verhalten und erstmal zu unterstellen, die anderen würden auch nicht irgendwelche gesetzlichen Grundlagen und Urteile des Bundesverfassungsgerichts kennen. Nein, so funktioniert es doch nicht. Es gibt eine Beschaffung dieser Software. Ich habe hohes Vertrauen daran, dass die ordnungsgemäß und rechtmäßig eingesetzt wird. Ansonsten wird die auch im Lande Berlin nicht eingesetzt werden. Und wenn es dann so kommt, dann können wir uns darüber unterhalten, wenn es so ist. Aber im Vorhinein sich hier mal hinzustellen und schon zu wissen, was alles schief geht oder so, das ist eine Fähigkeit, die wirklich bloß die Opposition hat. Vielen Dank, Herr Kollege Kohlmeier. Frau Kollegin Schill-Hanning, Sie wollen kurz erwidern, bitte sehr. Herr Kohlmeier, ich habe ja schon verstanden, dass Sie sich da ein bisschen schlanken Fuß machen, weil Sie sich offensichtlich selber ein klein wenig unwohl in Ihrer Haut fühlen. Ich lese Ihnen den Satz aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch mal vor. Der bezieht sich auf die Quellen-TKÜ, auf exakt den Kernbereich des Anwendungsfalls der Software, die da angeschafft wurde oder in Anschaffung begriffen ist. Ich finde es übrigens sehr faszinierend, dass der Beschaffungsvorgang offensichtlich seit 2006 andauernd ist, wenn das Ihrer Meinung nach ja noch nicht eingesetzt wird. Finde ich faszinierend. Also, der Satz lautet: In vielen Fällen wird sich die Kernbereichsrelevanz der erhobenen Daten vor oder bei der Datenerhebung nicht klären lassen. Das hat nichts mit nachzuladenden Modulen zu tun. Das hat was mit der Grundsatzfrage zu tun. Und wenn es so ist, dass wir das bei der zu beschaffenden Software nicht ausschließen können, Nachladen von Modulen mal völlig außen vor gelassen, wenn die sagen, das geht nicht, ja, dann glaube ich Ihnen das. Die werden uns doch nicht belügen, ist doch völlig selbstverständlich, klar. Aber wenn das Grundproblem vorhanden ist, dann kann ich die Software nicht einsetzen. Punkt. Vielen Dank. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Kollege Drenger das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich will es gleich vorweg sagen. Die Telekommunikationsüberwachung ist ein unverzichtbares Mittel der Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die Telefonüberwachung hat eine klare gesetzliche Grundlage in § 100 klein a der Strafprozessordnung. Sie bedarf einer richterlichen Anordnung. Die Einhaltung aller rechtsstaatlichen Voraussetzungen ist sichergestellt. Nun ist es so, das Wissen haben Sie zu Recht bemerkt, dass heute zunehmend über Computer telefoniert wird, und zwar unter der Verwendung von verschlüsselten Systemen. Bei diesen
verschlüsselten neuen Telefonsystemen ist die herkömmliche Telefonüberwachung nicht mehr möglich. Denn die herkömmliche greift auf die Telefonleitung zu. Und das ist bei verschlüsselten Systemen nicht mehr möglich. Dort geht es nur so, dass man auf die Quelle, und das ist die Schnittstelle am Rechner, zugreift, also an der Stelle, an der die Verschlüsselung noch nicht vorhanden ist. Nur dort kann zum Zwecke der Telefonüberwachung zugegriffen werden. Wenn die Telefonüberwachung dort nicht zulässig ist, in der technischen Form, wie sie jetzt beschafft wird, dann wäre das für den Schutz der Bürger und unseres demokratischen Landes vor Terrorismus und organisierter Kriminalität ein starker Schlag. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch die Quellen-TKÜ auf die laufende Telekommunikation der Betroffenen beschränken, so wie es auch § 100 klein a StPO vorsieht. Das haben die zuständigen Gerichte bisher in ständiger Rechtsprechung auch so gesehen. Nun zu Ihrem Antrag, verehrte Kolleginnen der Piratenfraktion und Kollegen. Sie behaupten nun, eine Quellen-TKÜ entsprechend dem vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Voraussetzungen sei nicht möglich. Zunächst möchte ich mir den Hinweis erlauben, dass Sie in Ihrem Antrag das Bundesverfassungsgericht falsch zitieren. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht geurteilt, dass eine Quellen-TKÜ nur zulässig ist, wenn sich die Überwachung ausschließlich auf Daten aus einem laufenden Telekommunikationsvorgang beschränkt und dies durch technische und rechtliche Vorgaben sichergestellt ist. So haben Sie es geschrieben. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass in diesem Falle Artikel 10 Grundrecht Post- und Vermeldegeheimnis alleiniger Bewertungsmaßstab ist. Liegen die Voraussetzungen nicht vor, gelten auch die Bewertungsmaßstäbe von Artikel 13 Grundgesetz über die Einschränkung des Grundrechts auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Ich halte es für wichtig, dass wir hier präzise das Bundesverfassungsgericht zitieren. Dass ohne Präzision Sie diese Frage nicht lösen können. Unzweifelhaft ist, dass auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Quellen-TKÜ zulässig ist. Wichtig ist aber, wenn ein Richter sie anordnet, dass dann auch nur eine Quellen-TKÜ stattfindet und keine Online-Durchsuchung. Und da gebe ich Ihnen völlig recht. Da wir die Software nicht im Einzelnen kennen, möchte ich verweisen auf die Herr vom Kollege Bund. Dräger, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Lauer? Jetzt bitte nicht. Bitte. Deswegen möchte ich mal verweisen auf das Beispiel des vom Bund eingesetzten Software, die es ja schon gibt. Dort ist, und das kann man nachlesen, durch eine revisionssichere Protokollierung sämtlicher Schritte für den zuständigen Richter die laufende Quellen-TKÜ überwachbar, kontrollierbar. Weitere Schaltmodule können dort jedenfalls nicht unbemerkt, hören Sie doch mal zu, Sie waren doch auch dran, ich habe auch zugehört. Weitere Schaltmodule können dort nicht unbemerkt nachgeladen werden. Ja, ich lese. Ja. Ich würde auch vorschlagen, wir können gerne gemeinsam das im Ausschuss beraten und dann können wir uns ja austauschen über die verfassungsrechtlichen Fragen und über die technischen Fragen. Und ich glaube, da liegen unsere Qualitäten vermutlich verteilt, sodass wir gemeinsam unschlagbar sind. Ich möchte noch auf einen Aspekt hinweisen. Natürlich müssen wir uns fragen, ob wir polizeilich geeignete Hilfsmittel wie die TKÜ nur aufgrund der Möglichkeit des Missbrauchs generell infrage stellen wollen. Wenn wir das täten, müssten wir ja auch infrage stellen, dass ein Polizeibeamter eine Dienstwaffe trägt, denn auch eine Dienstwaffe ist zum Missbrauch nutzbar. Wenn wir diese Ansprüche stellen, dann werden wir, glaube ich, den Notwendigkeiten nicht gerecht. Denn genauso wie es den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gibt und des Übermaßverbotes, gibt es auch das Untermaßverbot. Sie müssen zum Ende kommen, jawohl, Herr Kollege. Herr Präsident, ein letzter Satz deswegen gilt. Grundlegende Freiheitsrechte dürfen wir nicht aufgeben. Datensicherheit und Datenschutz sind wichtig. Aber eines gefährdet die Rechte und Freiheiten der Bürger am meisten, ein Staat, der sie nicht garantieren kann. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Dräger. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt das Wort Kollege Dr. Lederer. Bitte sehr.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag hat einen ganz klaren Inhalt. Erstens, die vom Land beschaffte Software soll nicht eingesetzt werden. Andere Software, die den bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben zur Quellen-TKÜ nicht entspricht, ist nicht anzuschaffen. Ich finde, das kann man ohne Wenn und Aber befürworten. Und wir diskutieren das ja heute auch nicht zum ersten Mal. Die damit zusammenhängenden Fragen sind eigentlich klar. Und deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen schade, dass der Kollege Kohlmeier darauf letztlich nicht wirklich eingegangen ist, sondern sich da so ein bisschen schlanken Fuß gemacht hat, so ein bisschen rumbum geschlängelt ist. Denn das Ganze hat eine rechtliche und das Ganze hat eine technische Dimension. Die rechtliche ist wie folgt. Die Quellen-TKÜ richtet sich im Unterschied zur Online-Durchsuchung auf die Daten, die bei Telekommunikationsvorgängen ausgetauscht werden, also das Abschnorcheln sozusagen der Kommunikation zwischen zwei, früher hätte man gesagt, Anschlüssen oder Apparaten, während die Online-Durchsuchung darauf zielt, die Inhalte der Speichermedien auszulesen, also Dateien und Routinen, wobei die vom Verfügungsbefugten vorgesehenen Mechanismen Rechnerfunktionen heimlich manipuliert werden. Und gerade bei der Online-Durchsuchung hat das Bundesverfassungsgericht die Hürden entsprechend hochgehängt. Es hat gesagt, heimliche Infiltration eines informationstechnischen Systems, gemeint ist hier die Online-Durchsuchung, darf nur bei der Verletzung schwerster Rechtsgüter eingesetzt werden. Die Quellen-TKÜ dagegen ist ausweislich des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom 27. Februar 2008 an Artikel 10 Absatz 1 Grundgesetz zu messen. Freilich gilt das nur dann, wenn sich die Software für das Anzapfen der Kommunikation nicht für die Infiltration der Speichermedien eignet. Das hat das Bundesverfassungsgericht eindeutig gesagt. Und es geht in gewissermaßen von der Fiktion aus, es gäbe eine Software, die das eine kann und das andere nicht. Und da sind wir dann eben bei der Grundkonsequenz, Software, mittels derer die Nutzung des Computersystems überwacht werden kann und seine Speichermedien ausgelesen werden können, ist für die Quellen-TKÜ nicht zulässig, zumindest nicht zulässig unter den Hürden, die sich einzig und allein an Artikel 10 Absatz 1 messen lassen, sondern da müssen dann dieselben hohen Hürden gelten wie bei der Online-Durchsuchung. Und das haben wir hier auch schon diskutiert und keiner, auch Herr Kohlmeier nicht und auch Herr Dräger nicht, sind darauf eingegangen. Ich finde, das muss in diesem Haus dann mal geklärt werden. Welche Hürden gelten jetzt eigentlich? Nee, nicht Ausschuss. Ausschuss ist, was Sie hier erzählt haben. Wir können das hier diskutieren. Und wenn hier Argumente im Plenum vorgebracht werden, müssen Sie sich auf die Argumente einlassen. Technisch stellt sich das Ganze so dar. Jede Software, die derzeit existiert, um Quellen-TKÜ durchzuführen, muss auf das Hardware-System aufgespielt werden, muss also auf das Computerbetriebssystem zugreifen. Und das ist genau wie bei der Online-Durchsuchung. Meine Damen und Herren, es gibt, was den Zugriff auf das Zielsystem des Computers angeht, keinerlei Unterschied zwischen Online-Durchsuchung und Quellen-TKÜ. Und die feinen technischen Nuancen, die die einmal eingespielte Software dann mit den vorgefundenen Daten umgeht, die lassen keine trennscharfe Differenzierung zu, wie sie rechtlich aber erforderlich ist, denn das hat das Bundesverfassungsgericht gesagt. Kein halbwegs haltbarer Trojaner ist nach dem Stand der Technik ohne Code-Nachladefunktion denkbar, weil die Zielcomputer nicht statisch sind, weil sie hart- und softwaremäßig permanent im Wandel stehen. Da werden Updates gemacht, da werden Nachrüstungen und dergleichen gemacht. Und es gibt nur Wettrennen zwischen denjenigen, die die Software für die Rechnernutzung produzieren und denjenigen, die Sicherheitssoftware produzieren. Wenn Sie also hier in Berlin einen Trojaner bestellen, der diese Funktion nicht hat, dann ist der für die Tonne, weil dann hält er nur 3 Monate und dann ist es auch Verschwendung von Steuergeldern, Herr Kohlmeier. Und jetzt kommt der Punkt. Ich habe meine Zweifel, dass es eine Software, die verfassungsrechtlichen Anforderungen erfüllt, jemals geben wird. Wir erleben das ja jetzt schon faktisch. Und dass die versammelten Innenminister von Bund und Ländern das offenbar nicht mal als Problem wahrnehmen, geschweige denn damit verfassungskonform umgehen können, das ist erschütternd. Die FAZ hat es am 17.10.2011 im Nachklapp zur CCC-Analyse ja schon geschrieben. Ein jämmerliches Schauspiel, das die Innenminister von Bund und Ländern boten, als sie versuchten herauszubekommen, was eigentlich in Sachen Staatstrojaner in ihrem eigenen Beritt passiert war. Da scheint offenbar bei den Innenministern die verfassungsjuristische Frage eine Randfrage zu sein, die keine Relevanz hat, weil, wie Herr Dräger sagt, überwacht werden muss halt. Und da sage ich, ist die einzig richtige Konsequenz der Antrag der Piraten. Und lieber Kollege Kohlmeier, also die Nummer, wir haben das jetzt gekauft, dann müssen wir es irgendwie auch einsetzen, auch wenn wir da ein bisschen Bedenken haben. Gekoppelt mit dem Vertrauen in eine
in Sicherheitsbehörden, die offenbar noch nicht mal selber durchsehen, was da passiert. Das ist sicherheitspolitische Naivität, die Bände spricht. Wir können das jetzt alles im Ausschuss noch lange und breit diskutieren. Ich sage, an dem Grundproblem wird sich nichts ändern. Herzlichen Dank. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags federführend an den Ausschuss für Innere Sicherheit und Ordnung und mitberatend an den Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz und Informationsfreiheit empfohlen. Ich höre keinen Widerspruch, dann verfahren wir so. Für die laufende Nummer 44 und 45 sind keine Prioritäten genannt worden. Ich komme jetzt zum Tagesordnungspunkt 4a. Dabei handelt es sich um eine dringliche Beschlussempfehlung, die ich zusammen mit dem Tagesordnungspunkt 15 aufrufen werde. So kommen wir dann jetzt zum Tagesordnungspunkt 5, Wahl, Drucksache 17/163, Wahl der Präsidentin, des Präsidenten sowie zwei Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofs des Landes Berlin. Zunächst möchte ich die amtierende Präsidentin am Verfassungsgerichtshof, Frau Margret Diewell, und alle anwesenden amtierenden und künftigen Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtshofs ganz herzlich begrüßen. Willkommen in unserer Mitte. Frau Diewell und den beiden ausscheidenden Richtern, Frau Dr. Christina Stresemann und Herrn Frank Michael Libera, möchte ich im Namen des Hauses für die geleistete Arbeit recht herzlich danken. Heute steht nun die Wahl einer Präsidentin sowie von zwei weiteren Mitgliedern des Verfassungsgerichtshofes für die Dauer von 7 Jahren an. Zur Wahl werden vorgeschlagen zur Präsidentin Frau Sabine Schudoma, zur Richterin Frau Anke Müller-Jakobsen und zum Richter Herr Meinhard Starostig. Die Lebensläufe der Kandidaten sind den Fraktionen bekannt. Die Kandidaten haben sich in den Fraktionen vorgestellt. Weitere Vorschläge liegen mir nicht vor. Ich begrüße die Kandidatinnen und den Kandidaten recht herzlich auch in unserer Mitte. Nach dem Gesetz über den Verfassungsgerichtshof werden die Kandidatinnen und Kandidaten ohne Aussprache und in geheimer Wahl mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Nach dem Wahlgang und der Auszählung finden bei erfolgter Wahl die Ernennungen und Vereidigungen statt. Zur Wahl selbst. Es sind zwei verschiedenfarbige Wahlzettel vorbereitet worden, auf denen drei Felder mit Ja, Nein und Enthaltung markiert sind. Auf dem grünen Zettel steht die Wahl der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes an, auf dem gelben Zettel die Wahl der weiteren Richterin bzw. des Richters. Es darf zur jeweiligen Kandidatin bzw. zum Kandidaten jeweils nur ein Feld angekreuzt werden. Stimmzettel ohne ein Kreuz oder mit mehreren Kreuzen zu einem Wahlvorschlag oder mit zusätzlichen Bemerkungen sind ungültig. Ansonsten ist Ihnen das Wahlverfahren bekannt, wovon ich ausgehe. Nun bitte ich die Beisitzer und Beisitzerinnen, an den Wahlkabinen und Wahlurnen Aufstellung zu nehmen. Ich glaube, das. Ich weise darauf hin, dass die Fernsehkameras nicht auf die Wahlkabinen aufgerichtet werden dürfen. Ich sehe, das ist auch schon der Fall. Alle Plätze hinter den Wahlkabinen und um die Wahlkabinen herum bitte ich freizumachen. Auch den Herrn Senator Schaller, bitte. Sind die vorne so weit? So, nun bitte ich den Kollegen Brauer auf Vorlesung der Namen.
Dr. Wolfgang Albers, Herr Dr. Turgut Altuk, Herr Dr. Michael Arndt, Frau Sabine Bannert. Frau Brigitte Lange, Herr Joschka Langenbrink, Herr Christoph Lauer, Herr Dr. Klaus Lederer, Herr Andreas Baum, Frau Chana Bayram, Herr Martin Beck, Frau Franziska Becker, Herr Rainer Michael Lehmann, Herr Dr. Uwe Lehmann-Brauns, Herr Stefan Lenz, Frau Katrin Lompscher, Herr Dirk Behrendt, Frau Hildegard Bentele, Herr Thomas Birk, Frau Carola Blum, Herr Alex Lubawinski, Herr Joachim Luchterhand, Herr Gottfried Ludewig, Frau Nicole Ludwig, Herr Michael Braun, Herr Matthias Brauner, Frau Elke Breitenbach, Herr Benedikt Lux, Herr Philipp Magalski, Frau Jutta Matuschek, Herr Pavel Meyer, Herr Daniel Buchholz, Herr Dennis Buchner, Frau Marianne Burkhardt-Eulitz, Herr Gerwald Klaus Brunner, Herr Heiko Melzer, Frau Katrin Möller, Frau Birgit Montero, Frau Dr. Ina Ciborra, Herr Martin Delius, Herr Michael Dietmann, Herr Harald Moritz, Herr Alexander Morlang, Herr Michael Müller, Herr Öcan Mutlu, Herr Uwe Döring, Herr Burkhard Dräger, Herr Björn Eggert,
Herr Joachim Esser. Herr Karl-Heinz Nolte. Herr Lars Oberg. Herr Ajibola Olalovo. Frau Liane Ollech. Herr Stefan Evers. Frau Kirsten Flesch. Herr Michael Freiberg. Herr Danny Freimark. Herr Andreas Otto. Herr Ilkin Özicik. Herr Erol Özkaraca. Frau Marion Platter. Herr Oliver Friederici. Herr Dr. Michael Garmer. Herr Stefan Gelbhaar. Herr Christian Goyni. Frau Ramona Popp. Herr Wolfram Pries. Frau Ilka Ratzigl. Herr Fabio Reinhardt. Herr Dr. Florian Graf. Frau Susanne Graf. Herr Andreas Gramm. Frau Claudia Hemmerling. Frau Stefanie Remlinger, Herr Sven Rissmann, Herr Raje Zaleh, Herr Robert Schadach, Frau Renate Harrand, Herr Dr. Hans-Christian Hausmann, Frau Ellen Hausdörfer, Herr Dr. Manuel Heide. Herr Michael Schäfer. Frau Sandra Schieres. Frau Anja Schillernick. Herr Stefan Schlede. Herr Sven Heinemann. Herr Frank Henkel, Herr Heiko Herberg, Herr Alexander Herrmann. Jetzt gleich, ja? Frau Katrin Schmidberger, Frau Dr. Manuela Schmidt, Herr Thorsten Schneider, Herr Tom Schreiber. Frau Clara Herrmann, Frau Dr. Gabriele Hiller, Herr Oliver Höfinghoff, Herr Thomas Isenberg, Herr Jakob Schulze Berndt, Frau Marion Selig, Frau Cornelia Seibelt, Frau Karin Seidel-Kalmutzki.
Herr Frank Jahnke, Herr Andi Jauch, Herr Dr. Robin Junke, Herr Claudio Juppe. Herr Roman Simon, Frau Efrim Sommer, Herr Alexander Spieß, Frau Iris Spranger. Frau Dr. Susanna Kahlefeld, Frau Antje Kappeck, Herr Thorsten Kage, Herr Nikolaus Karsten. Herr Dirk Stettner, Herr Jörg Ströter, Herr Hakan Tasch, Frau Monika Tamm, Frau Dr. Susanne Kitschun, Frau Regina Kittler, Herr Markus Klär, Herr Thomas Klein-Eidam. Herr Heiko Thomas, Herr Peter Trapp, Herr Frederik Verrücken, Frau Jasenka Füllbrand, Frau Anja Kofbinger, Herr Sven Kohlmeier, Frau Irene Köhne, Frau Dilek Kolat, Frau Katrin Vogel, Herr Kurt Wanzner, Herr Simon Weiß, Frau Dr. Clara West. Herr Dr. Nils Korte, Frau Heidi Kosche, Herr Simon Kowalewski, Herr Ole Kreins, Herr Ralf Wieland, Frau Bruni Wildenhain-Lauterbach, Herr Harald Wolf, Herr Udo Wolf, Herr Joachim Krüger, Frau Felicitas Kubala, Herr Andreas Kugler, Herr Tim Christopher Zehlen, Herr Frank Zimmermann. Thank you.
Schon gewählt. Gerade eben eingeworfen. Ach so. Dann kann er ja jetzt zurückkehren. Auftragen kann. Achso, auch noch, wenn er noch was anderes erledige. So, und achso, denn aus? Beisitzer. Ich habe schon vorhin. Ja. Ja. Ich kann ja mal fragen. Hatte jetzt jeder... Ich ahnte es. Ich habe den Satz noch nicht mal vollendet und schon alle schreien nein. Ja. Hatte jetzt jeder Abgeordnete Gelegenheit, die Stimmzettel abzugeben? Haben auch die Beisitzer daran gedacht, abzustimmen? Ja. So. Kann man ein Signal kriegen? Ja. Das ist offensichtlich der Fall. Ich schließe den Abstimmungsvorgang und bitte die Beisitzer, mit der Auszählung zu beginnen. Bis zur Feststellung des Ergebnisses unterbreche ich die Sitzung. Thank you.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte dann wieder die Plätze einzunehmen. So, meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Sitzung wird fortgesetzt. Ich gebe das Ergebnis bekannt. Die Wahl einer Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin brachte für Frau Sabine Schudoma folgendes Ergebnis. Abgegebene Stimmen 140, erforderliches Quorum 94, Ja-Stimmen 136, Nein-Stimmen 3, Enthaltung 1. Die Wahl ist damit erfolgt. Ich frage Sie, Frau Schudoma, nehmen Sie die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Die Wahl zur Richterin des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin brachte für Frau Anke Müller-Jakobsen folgendes Ergebnis. Abgegebene Stimmen 140, erforderliches Quorum 94, Ja-Stimmen 127, Nein 9, Enthaltungen 4. Damit ist die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht. Ich frage Sie, Frau Müller-Jakobsen, nehmen Sie die Wahl an? Herzlichen Glückwunsch. Die Wahl zum Richter des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin brachte für Herrn Meinhard Starostik folgendes Ergebnis. Abgegebene Stimmen 140, erforderliches Quorum 94, Ja 123, Nein 14, Enthaltung 3. Damit ist die erforderliche Zweidrittelmehrheit erreicht. Ich frage Sie, Herr Starostik, nehmen Sie die Wahl an. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Damit sind Frau Präsidentin Schudoma, Frau Richterin Müller-Jakobsen und Herr Richter Starostik für die Dauer von 7 Jahren gewählt. Ich bitte Sie drei, hier nach vorn zu treten, damit wir die Ernennung und Vereidigung gemäß Paragraphen 4 und 5 des Verfassungsgerichtshofsgesetzes vornehmen können. Frau Schudoma, hiermit ernenne ich Sie entsprechend Ihrer Wahl zur Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin und überreiche Ihnen die Ernennungsurkunde. Herzlichen Glückwunsch. Ich komme zu Ihrer Vereidigung. Ich habe Sie als Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs zu vereidigen. Ich spreche Ihnen den Vereidigungstext vor und Sie können ihn dann mit der Formel »Ich schwöre es« oder »Ich schwöre es so, bar mir Gott helfe« bestätigen. Der Schwur lautet: Ich schwöre, das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung von Berlin und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Ich bitte Sie jetzt, Frau Schudoma, die Eidesformel in der von Ihnen gewählten Form zu bestätigen. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Herzlichen Glückwunsch. Und ich bitte nun Sie, Frau Müller-Jakobsen, vorzutreten.
Hiermit ernenne ich Sie entsprechend Ihrer Wahl zur Richterin des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin und überreiche Ihnen die Ernennungsurkunde. Nochmals herzlichen Glückwunsch und ich komme zu Ihrer Vereidigung. Ich habe Sie als Richterin des Verfassungsgerichtshofs zu vereidigen. Ich spreche Ihnen den Vereidigungstext vor und Sie können ihn dann mit der Formel »Ich schwöre es« oder »Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe« bestätigen. Der Schwur lautet: Ich schwöre das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung von Berlin und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Ich bitte Sie jetzt, Frau Müller-Jakobsen, die Eidesformel in der von Ihnen gewählten Form zu bestätigen. Ich schwöre es. Nochmal herzlichen Glückwunsch. Ich bitte Sie nun, Herr Storostik, vorzutreten. Hiermit ernenne ich Sie entsprechend Ihrer Wahl zum Richter des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin und überreiche Ihnen die Ernennungsurkunde. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Ich komme zu Ihrer Vereidigung. Ich habe Sie als Richter des Verfassungsgerichtshofes zu vereidigen. Ich spreche Ihnen den Vereidigungstext vor und Sie können ihn dann mit der Formel »Ich schwöre es« oder »Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe« bestätigen. Der Schwur lautet: Ich schwöre das Richteramt getreu dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, der Verfassung von Berlin und getreu dem Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen und Gewissen, ohne Ansehen der Person zu urteilen und nur der Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Ich bitte Sie jetzt, Herr Storostik, die Eidesformel in der von Ihnen gewählten Form zu bestätigen. Ich schwöre es. Herzlichen Glückwunsch. Im Namen des gesamten Hauses gratuliere ich Ihnen drei zu Ihrer Wahl. Alles Gute. Wir machen gleich weiter in der Tagesordnung, wollten aber den neu gewählten Verfassungsrichtern, denen das Präsidium auch noch einmal herzlich gratuliert, die Gelegenheit geben, jedem hier im Saal die Hand zu geben.
So, meine Damen und Herren, wir können dann in der Tagesordnung fortfahren. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 6. Das ist die Wahl von 5 Personen zu ordentlichen Mitgliedern des Gnadenausschusses und 5 weiteren Personen zu stellvertretenden Mitgliedern des Gnadenausschusses. Ihre Drucksache 17-0182. Hier können wir verbundene Wahl und Wahl durch Handaufheben vornehmen. Zur Wahl werden folgende Damen und Herren vorgeschlagen. Auf Vorschlag der Fraktion der SPD als Mitglied Frau Gisela Grotzke und als stellvertretendes Mitglied Frau Burgunde Grosse. Auf Vorschlag der Fraktion der CDU als Mitglied Herr Dieter Hapel, als stellvertretendes Mitglied Herr Gregor Hoffmann. Auf Vorschlag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen als Mitglied Frau Ursula Groß und als stellvertretendes Mitglied Herrn Dr. Jan Oelbermann. Auf Vorschlag der Fraktion Die Linke als Mitglied Frau Kerstin Pohnke, als stellvertretendes Mitglied Frau Halina Wawczyniak. Vorschlag der Piratenfraktion als Mitglied Herr Fabio Reinhardt, als stellvertretendes Mitglied Herr Simon Weiß. Weitere Vorschläge liegen mir nicht vor, meine Damen und Herren. Wer die genannten Personen zu Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Gnadenausschusses wählen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Soweit ich sehe, gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit sind die Damen und Herren einstimmig gewählt. Herzlichen Glückwunsch seitens des Präsidiums. Ja, das ist ein Applaus wert. Der Gnadenausschuss macht eine wichtige Arbeit. Dann komme ich zum Tagesordnungspunkt 6a. Das ist eine dringliche Nachwahl. Das ist Ihre Drucksache 17-0066. Und zwar ist es die dringliche Nachwahl eines stellvertretenden Mitglieds des Landesjugendhilfeausschusses durch eine in der Jugendhilfe erfahrene oder tätige Person. Wird hier der Dringlichkeit widersprochen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Diese Stellvertreterposition war bei der Wahl der Mitglieder des Landesjugendhilfeausschusses in unserer 8. Sitzung unbesetzt geblieben. Wir kommen wieder durch einfache Wahl durch Handaufheben. Vorgeschlagen wird in diesem Fall von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Frau Sabine Walter. Wer Frau Walter zum stellvertretenden Mitglied des Landesjugendhilfeausschusses wählen möchte, den bitte ich ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann habe ich eine Gegenstimme gesehen oder vielleicht eine verspätete Ja-Stimme. Dann gehe ich mal von Einstimmigkeit aus. Herzlichen Glückwunsch, damit ist Frau Walter gewählt. So, der Tagesordnungspunkt 7 wurde bereits in Verbindung mit den Prioritäten der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und der Fraktion Die Linke unter Nummer 4.1 und Nummer 4.2 behandelt, sodass wir jetzt zum Tagesordnungspunkt 8 kommen können. Das ist die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Innere Sicherheit und Ordnung, Drucksache 17-0155, zum Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 17-0043, kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger. Wiederum stehen den Fraktionen eine Beratung von bis zu 5 Minuten zur Redezeit zur Verfügung. Es beginnt für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen die Kollegin Bayram. Sie haben das Wort. Bitte sehr. Dankeschön, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Wir haben gerade eine Gesprächsrunde beim RBB gehabt, wo mir der Kollege Herr Klein-Eidam gesagt hat, die nächsten 5 Jahre wird sich beim kommunalen Wahlrecht für Nicht-EU-Bürgerinnen und Staatenlose nichts ändern. Das haben wir so mit der CDU vereinbart, und daran werden wir uns halten. Und ich kann wirklich nur sagen, das ist eine falsche Entscheidung. Meine Damen und Herren, Sie berauben damit Menschen der Möglichkeit, sich einzubringen, teilzuhaben
und ihre Belange vorzutragen. Besonders schlimm ist das auch noch, weil im Moment keine andere Teilhabemöglichkeit für Migrantinnen und Migranten, wie sie nach dem von Ihnen verabschiedeten Integrationsgesetz vorgesehen ist, besteht. Es gibt keinen Landesbeirat. Der Integrationsbeauftragte hat Ihnen bescheinigt, dass mit Ihnen keine Politik zu machen ist. Sie sind wirklich schon am Anfang, am Ende Ihrer Integrationspolitik. Und es erstaunt tatsächlich zu sehen, dass Sie noch vor ein paar Monaten sich an den Wahlständen hingestellt haben und den Menschen versprochen haben, dass Sie demnächst hier Mitwirkungsmöglichkeiten eingeräumt erhalten. Und dann stellen Sie sich nur ein paar Monate später hin und sagen, es ist uns egal, wir wollen diese Menschen ausgrenzen, weil wir unsere zusätzlichen Staatssekretäre und andere Posten wollen. Da sind uns diese Ideen und Vorstellungen und Programme, die wir mal gemacht haben, einfach egal. Meine Damen und Herren, insbesondere von der SPD, Sie haben ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem. Ja, Herr Saleh. Und weil meine Hoffnung immer noch nicht gebrochen ist, gebe ich Ihnen die Gelegenheit, durch Ihre persönliche namentliche Abstimmung gleich diese falsche Entscheidung des Innenausschusses und auch des Integrationsausschusses, den Antrag abzulehnen, also diese Beschlussvorlage abzulehnen. Geben Sie den Menschen das Recht, starten Sie eine Bundesratsinitiative für ein kommunales Ausländerwahlrecht. Das hatte eigentlich in der SPD immer eine gute Tradition. Und da will ich wirklich noch mal ganz kurz darauf eingehen, dass Sie eben bei diesem Thema, aber nicht nur bei dem, ein echtes Glaubwürdigkeitsproblem haben, wenn Sie von heute auf morgen aus einer rot-roten in eine rot-schwarze Koalition einsteigen. Es war ja anfangs noch so, dass Sie überall gesagt haben, gerade auch Sie, Herr Saleh, wir haben mit der CDU linke Positionen hier vereinbart und das wird gar keine so schreckliche rot-schwarze Koalition und die CDU ist gar nicht so schlimm, wie ihr alle denkt. Und jetzt merken wir, ja, die CDU ist nicht schlimm, aber die ist noch viel schlimmer, als wir denken. Und das mit dem kommunalen Wahlrecht ist ein Beispiel. Schauen Sie sich wirklich, lesen Sie nach, was der Kollege Dregger im Integrationsausschuss zu diesem Thema gesagt hat. Oder lesen Sie in der Taz nach, welche Ansichten er beim Thema Integration hat. Meine Damen und Herren, da kann man nur wirklich sagen, armes Berlin, dass das 5 Jahre ertragen muss. Das wahre Gesicht dieser Koalition zeigt sich beim Thema Integration immer stärker. Und es ist wirklich ja, schwer vorstellbar, dass das alles hier in eine Richtung gehen wird, wie der regierende Bürgermeister es in seiner Rede angedeutet hat, nach dem Motto, legt euch doch noch nicht so fest, lasst uns doch ein bisschen Zeit, damit wir vielleicht das eine oder andere Vorurteil noch ausräumen, was ihr in Bezug auf uns habt. Aber da muss ich wirklich sagen, der Senat hat in der Zeit, in der er bislang agiert hat, sich dadurch in erster Linie ausgezeichnet, dass der eine Koalitionär dem anderen nicht auf die Füße tritt. Und da muss man bei der Ressortverteilung wirklich sagen, kann ich mir ja wohl nur noch wünschen, dass fast alle Themen, die im Zusammenhang mit Integration und Migration stehen, dem Innensenator weggenommen und der Integrationssenatorin zugesprochen werden. Und das sind vielleicht die Anträge, auf die Sie sich schon mal vorbereiten können. Vielen Dank. Danke auch. Für die Fraktion der SPD hat jetzt das Wort der Kollege Klein-Eidam. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Bayram, Glaubwürdigkeitsprobleme haben diejenigen, die sich an Vereinbarungen nicht halten. Meine Partei hat eine Koalitionsvereinbarung abgeschlossen, das wissen Sie. Die haben Sie auch gelesen. Bitte? Aber
lieber Gestatten Kollege. Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Mutlu. Man kann sicher trefflich darüber streiten, was glaubwürdig ist. Ob es besonders glaubwürdig ist, weil man ein Stück Autobahn verhindert, auf die Möglichkeit zu verzichten, für viele Menschen, wo wir eine ähnliche Meinung haben, diesen Menschen zu helfen. Ihnen war es wichtiger, eine Autobahn zu verhindern. Es ist jetzt, meine Damen und Herren, es ist jetzt eine Zwischenfrage des Kollegen Mutlu. Ja? Und ich stelle die Frage, ob der Kollege Klein-Eidern Sie zulässt. Herr Esser, auch wenn Sie noch so laut rufen, jetzt hat Ihr Kollege Mutlu das Wort. Bitte sehr. Danke, Herr Kollege Klein-Eidern. Ich habe nur eine ganz banale Frage. Sie sind im Wahlkampf auf den Ständen gewesen, auf der Straße gewesen. Ich war oft auch Zeuge davon, wie auch Ihre Kandidaten vor Ort immer wieder gebetsmühlenartig bei Menschen mit Migrationshintergrund deutlich gesagt haben, ja, wir sind für ein Kommunalwahlrecht für die Menschen, die in unserem Land leben. Und jetzt kommen Sie und sagen, wir halten unsere Verträge ein. Was ist denn mit dem Vertrag, den Sie mit den Bürgerinnen und Bürgern geschlossen haben, der Sie gewählt hat, weil Sie gesagt haben, dass Sie das Kommunalwahlrecht einführen wollen? Bitte schön, Herr Kollege Kleineiner. Herr Kollege Mutlu, Sie sind doch lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass jede Partei im Wahlkampf für ihre Position wirbt und anschließend, wenn sie nicht gerade die absolute Mehrheit bekommen hat in den Wahlen, in dem Zwang ist, eine Kompromisse zu machen. Also ich habe Sie jetzt fragen lassen, vielleicht lassen Sie mich auch antworten. Ich weiß, es fällt Ihnen schwer, Herr Lux, aber so sind die Regeln hier. Und ich denke, wir sollten auch dabei bleiben. Also, das ist ein völlig natürlicher Vorgang, dass nach einer Wahl Parteien miteinander verhandeln, Kompromisse machen und dann ist es natürlich das Recht der Bürgerinnen und Bürger zu beurteilen, ob denn die Kompromisse akzeptabel sind oder nicht. Da kann man trefflich drüber streiten. Das ist der Sinn in der Demokratie. Aber wenn man Kompromisse macht, wenn man Verträge macht, dann gelten die, jedenfalls für meine Partei. Das mag bei Grünen anders sein. So, und insofern haben wir eine ganz klare Positionierung und werden Ihrem Antrag hier nicht unsere Zustimmung geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Klein-Eidern. Für die Fraktion Die Linke hat der Kollege Tasch das Wort. Bitte sehr. Ich hoffe, ich habe Sie richtig ausgesprochen. Danke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Klein-Eidern, es geht hier nicht um eine Autobahn, was gebaut oder nicht gebaut werden soll, sondern es geht hier um Menschenrechte, was selbstverständlich sind. Der Gesetzentwurf der Grünen, kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürgerinnen und Bürger, wurde in den Ausschüssen für Arbeit, Integration und Frauen und Inneres, Sicheres und Ordnung mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen abgelehnt. Es ist sehr bedauerlich, dass die SPD nun aus Koalitionsgründen gegen diesen Antrag gestimmt hat, obwohl die Sozialdemokraten seit über zwei Jahrzehnten vorgeben, dies zu befürworten. Wir haben in der letzten Legislaturperiode gemeinsam das Partizipation- und Integrationsgesetz verabschiedet, Herr Saleh. Unser gemeinsames Ansinnen und unsere gemeinsame Begründung für dieses Gesetz waren: Integration braucht Partizipation. Oder noch genauer formuliert, Integration ist Partizipation. Senatorin Kollath hat auf der Sitzung des Ausschusses für Arbeit, Integration und Frauen betont, dass auch für die jetzige Landesregierung Teilhabe ein wichtiger Faktor für die Integration ist. Deshalb wäre die Zustimmung für diesen Entwurf ein wichtiges Signal des Abgeordnetenhauses und der Landesregierung gewesen. Leider haben die Kolleginnen und Kollegen der SPD diese Chance nicht wahrgenommen. Von der CDU erwartet man in dieser Frage leider überhaupt nichts mehr. Sie zieht sich zurück auf den Standpunkt, ein kommunales Wahlrecht für Menschen aus Drittstaaten wäre verfassungsrechtlich nicht möglich. Damit bleiben Sie, liebe CDU, weiter in der integrationspolitischen Steinzeit. Spätestens seit der Einführung des kommunalen Wahlrechts für EU-Bürgerinnen und Bürger ist klar,
Zum Wahlvolk dürfen auch Nichtdeutsche gehören. Die SPD hat das verstanden. Leider lässt sie sich nun von der CDU in Geiselhaft nehmen. Es ist nur zu hoffen, dass die Integrationssenatoren und der Berliner Senat in anderen Bereichen ihrem selber formulierten Ziel Partizipation fördern, treu bleiben und in die Politik umsetzen. Wir von der Fraktion Die Linke werden weiter Überzeugungsarbeit leisten, bis es auch die Letzten verstehen. Deutschland ist ein Einwanderungsland, und das muss sich auch im Wahlrecht widerspiegeln, und zwar auf allen Ebenen. Danke sehr. Danke, Herr Kollege Tasch. Für die Fraktion der CDU hat der Kollege Dregger jetzt das Wort. Langsam, langsam. Bitte schön, Herr Kollege Dregger. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich habe mir gerade aufklären lassen, dass die Linkspartei am 23.06.2011 hier in diesem Hause gegen das kommunale Ausländerwahlrecht gestimmt hat. Meine Damen und Herren, dieser Antrag der Grünen verfolgt drei Ziele. Erstens, sie versuchen, die Koalition zu spalten. Zweitens, sie versuchen, die Kollegen der SPD vorzuführen. Und drittens, sie versuchen, die Koalition als integrationsfeindlich darzustellen. Meine Damen und Herren, Sie versuchen hingegen nicht, etwas Sinnvolles im Interesse der Integration der Zuwanderer zu leisten. Im Gegenteil, Sie führen ideologische Debatten auf dem Rücken der Zuwanderer. Das lehne ich ab. Ich möchte Ihnen jetzt mal was sagen. Ein bisschen Aufmerksamkeit dem Redner, bitte. Er ist kaum noch zu verstehen. Diese Koalition lässt sich nicht spalten. Sie arbeitet vertrauensvoll und effektiv zusammen. Und zwar gerade bei den Themen, bei denen sie in der Sache unterschiedlicher Auffassung ist. Und das ist die Stärke dieser Koalition. Und das unterscheidet uns von den Grünen, meine Damen und Herren. Zweitens. Es steht völlig außer Frage, dass diese Koalition Anwalt aller integrationswilligen Zuwanderer ist. Denn nicht wir sind integrationsfeindlich, sondern das von Ihnen vorgeschlagene Ausländerwahlrecht. Und das werde ich Ihnen jetzt erklären. Ja, hören Sie doch zu. Vielleicht lernen Sie ja doch noch was. Ein Ausländerwahlrecht würde bedeuten, dass die deutsche Staatsangehörigkeit ihres wesentlichen Inhaltes beraubt wird. Die wesentlichen Rechte in diesem Lande sind Rechte, die allen Menschen zustehen. Das unterstütze ich auch. Aber das Wahlrecht ist ein Recht der Staatsbürger. Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Mutlu? Ja, sehr gerne. Lieber Herr Kollege Dregger, es geht ja hier um das Kommunalwahlrecht. Ich habe eine ganz persönliche Frage. Mein Vater lebt seit 50 Jahren in diesem Land, zahlt Steuern, hat gearbeitet, wie ein jeder Deutscher und jeder EU-Bürger auch. Können Sie mir bitte sagen, warum er nicht in Kreuzberg mitentscheiden darf, wer in der BVV Kreuzberg-Friedrichshain darüber entscheidet, ob eine Kita gebaut wird oder eine Straßenampel an der Kreuzung gebaut wird? Warum ist es denn so schwierig, dass mein Vater auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft dieses Wahlrecht, weil es ein Menschenrecht ist, ausüben darf? Bitte, Herr Kollege Dregger. Herr Kollege, das Wahlrecht ist ein Bürgerrecht. Und das üben Bürger aus. Und wenn Sie in einem Verein Mitglied werden wollen, dann können Sie dem Verein beitreten. Und dann haben Sie auch ein Wahlrecht in dem Verein. Und das Staatsangehörigkeitsrecht unseres Landes, das übrigens unter der rot-grünen Bundesregierung reformiert worden ist, ist offen für jeden Menschen, der dauerhaft in diesem Lande lebt, um die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben und damit auch das Wahlrecht. Und deswegen, lieber Herr Tasch, geht es hier nicht um Ausgrenzung, sondern es geht darum, dass der Erwerb der Staatsangehörigkeit jedem offen steht, jedermann offen steht. Das ist die Wahrheit. Sie müssen die Nummer zur Kenntnis nehmen. Ein wenig abrüsten und dem Redner die Gelegenheit geben, seine Rede fortzuführen. Bitte, Herr Kollege Dregger. Wir wollen, dass die. Also Sie haben das Problem, dass Sie nicht zuhören können. Ich habe allen Wortbeiträgen bisher zugehört.
Sehr schön. Die Gesichter Ihres Koalitionspartners bei Ihrer Rede. Ja, mit denen können wir uns vereinbaren, keine Sorge. Wir wollen, dass die dauerhaft bei uns lebenden Menschen vollständiger Teil dieses Landes werden. Das ist unser Ziel. Dieses Ziel können wir nicht erreichen, indem wir ein Wahlrecht auf kommunaler Ebene oder, wie Frau Bayram es neulich im Plenum vorgeschlagen hat, auf Landesebene einführen, sondern das können wir nur, indem wir den Weg ebnen, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben. Und das ist es, worauf sich die Koalition verständigt hat. Wir wollen, dass dieser Integrationsfaktor deutsche Staatsangehörigkeit nicht geschwächt, sondern gestärkt wird. Wir behaupten auch nicht, dass der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit eine Zumutung ist. Wir glauben, dass es eine Auszeichnung ist. Und wir möchten, dass diese Auszeichnung allen dauerhaft bei uns lebenden Zuwanderern zuteil wird. Ich möchte Ihnen noch einen Aspekt nennen. In Berlin leben Zuwanderer aus über 180 Herkunftsländern. Gestatten Sie noch eine Zwischenfrage, ja, der Kollegin Bayram. Wenn die Zeit angehalten wird. Ja, die wird immer angehalten. Danke. Frau Kollegin Bayram, Sie haben das Wort. Ja, Herr Kollege Drecker, ist Ihnen denn auch aufgefallen, dass seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sich gerade bei der Lebenssicherungsgrundlage oder anderen Deutschtest und Einbürgerungstest, dass insbesondere die Einbürgerungsvoraussetzungen immer wieder, insbesondere auch von einer CDU-geführten Bundesregierung, erschwert wurden, sodass dieses Privileg, was Sie ja mit der deutschen Staatsbürgerschaft verbinden, für sehr, sehr wenige Menschen überhaupt noch möglich ist? Und ist Ihnen bekannt, dass seinerzeit das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, dass es eine Diskrepanz gibt, wenn Einbürgerungsvoraussetzungen erschwert werden? Und ist Ihnen auch bekannt, dass die Einbürgerungszahlen eher zurückgehen? Also wissen Sie eigentlich, dass diese Möglichkeit, über Einbürgerung Wahlrecht auszuüben, gerade eher abnimmt? Ja, Kollege Drecker. Ja, vielen Dank. Das ist eine berechtigte Frage, die nehme ich ernst. Das Problem sieht die Koalition, und deswegen hat sich die Koalition darauf verständigt, administrative Hindernisse und sonstige Hindernisse bei Einbürgerung zu beseitigen. Darauf kommt es nämlich an. Wir unterbreiten das wirkliche Angebot zur Teilhabe, und das geht nur durch Erwerb der Staatsangehörigkeit. Und solange die Staatsangehörigkeit allen offen steht, die hier dauerhaft leben wollen und die sich im Rahmen unserer Verfassung bewegen, gibt es keine Ausgrenzung. Dieser Vorwurf, den weise ich zurück, der ist falsch. In dieser Stadt leben 180 Nationen, Herkunftsnationen, was einer deutschen Hauptstadt gut zu Gesicht steht. Das begrüße ich. Aber bei so einem Mosaik mit so vielen Steinen muss es auch einen Zusammenhalt geben. Und deswegen ist nicht das Problem, die Vielfalt zu unterstützen, sondern das Problem ist, den Gemeinsinn zu erzeugen. Und das geht nur, indem es auch etwas Gemeinsames gibt, was die Menschen verbinden. Und dieses Gemeinsame müssen wir unterstützen. Und deswegen hat sich die Koalition auf die Fahnen geschrieben, dass wir die deutsche Staatsangehörigkeit und ihren Erwerb erleichtern werden. Und das wird das Ziel sein. Und darauf werden wir uns konzentrieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Drecker. So, jetzt habe ich drei Kurzinterventionen. Die erste vom Kollegen Tasch. Die zweite, es sind nur zwei, stimmt. Ja, Kollege Klaus Brunner, geht nur zwei. Tut mir leid. Bitte schön, Herr Tasch, Sie haben die erste. Danke, Herr Präsident. Sehr geehrter Herr Drecker, Sie sollten sich genauer informieren, wenn Sie hier etwas wiedergeben. In dem grünen Antrag von damals ging es um die Änderung der Länderverfassung, und in dem Antrag heute geht es um eine Bundesratsinitiative. Und als Jurist müssen Sie den Unterschied eigentlich kennen. Und für Sie als Information vielleicht noch mal: In 19 anderen europäischen Ländern gibt es bereits kommunales Wahlrecht, und es ist anscheinend an Ihnen vorbeigegangen. Was Sie hier wollen, ist es tatsächlich eine totale Ausgrenzung von Menschen mit Migrationshintergrund. Ihr Redebeitrag hat gezeigt, dass Sie eigentlich an Integration, an Partizipation, an Beteiligung gar nicht interessiert sind, sondern dass Sie daran nur ein großes Interesse haben, dass die Menschen sich hier in Deutschland, in Berlin assimilieren. Und an Integration geht es nur noch vorbei. Vielen Dank. Herr Kollege Mutlu, Sie waren der Nächste mit der nächsten Kurzintervention. Dann hat Kollege Drecker danach das Recht zu erwidern. Bitte sehr. Ja.
Lieber Herr Dräger, bei aller Wertschätzung, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, mein Vater, der seit Jahrzehnten in diesem Land lebt, Steuern zahlt wie jeder ordentliche Bürger, kein Bürger sei, das ist eine Unverschämtheit, finde ich. Ich kann ja verstehen, dass Sie an dieses letzte Dogma da noch festhalten und sagen, dieses Wahlrecht und diese doppelte Staatsbürgerschaft, das dürfen wir nicht aufgeben und die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht wie ein Wisch übertragen werden. Das will doch auch keiner. Wir wollen doch das, was für EU-Bürger gilt, auch für die Menschen gilt, die seit Jahrzehnten hier leben. Das, was gut ist für diejenigen, die aus Europa stammen und 3 Monate in diesem Bundesland leben, das soll auch gut sein für Ali, Aisha, Fatma, die seit 15, 20, 30, 40 Jahren hier leben. Darum geht es. Und ich kann Sie in einem Punkt sogar beruhigen. Das können Sie bei Frau Demirbükhan auch sich sagen lassen. Diese ganzen Türken, die Kanaken, die da draußen sind, die dann einfach das deutsche ohne deutsche Staatsbürgerschaft dann wählen sollen können, die sind konservativ. Die werden wahrscheinlich irgendwann zu ihrer Heimat finden, zur CDU. Da brauchen Sie gar keine Angst haben. Geben Sie ihnen das demokratische Recht. Geben Sie ihnen das demokratische Recht und lassen Sie selber entscheiden, für wen Sie sich entscheiden. Vielen Dank. Der Ausdruck Kanake passt jedoch hier nicht ins Parlament. Bitte schön, Herr Kollege Dräger. Herr Kollege Tasch, Sie haben Bezug genommen auf die EU-Staaten. Es ist richtig, dass EU-Staatsangehörigen das kommunale Wahlrecht gewährt wird. Das geschieht auf Gegenseitigkeit. Das unterscheidet Sie von den anderen Staaten dieser Welt, wo es diese Rechtsgewährung nicht auf Gegenseitigkeit gibt. Ein zweiter Punkt kommt hinzu. Hören Sie doch mal zu, Sie wissen es ja nicht offenbar. Dass das EU-Bürgern das Wahlrecht gewährt wird, dient einem politischen Ziel, nämlich dem politischen Ziel der europäischen Einigung. Das dient der Herausbildung einer EU. Also ich hoffe, dass mir die Zeit, in der ich niedergeschrien werde, hinten angehängt wird. Sie sind ja nicht mal in der Lage, sich Argumenten zu stellen. Sie sind ja nur in der Lage, zu schreien. Das kommunale Wahlrecht für EU-Bürger dient dem Ziel der Ausbildung einer europäischen Staatsangehörigkeit. Das ist ein langer Entwicklungsprozess. Dieses Ziel begrüßen wir. Das ist aber ein Tatbestand, der auf Staaten außerhalb der Europäischen Union nicht anwendbar ist. So, jetzt komme ich zu Ihrem Vater, vor dem ich den höchsten Respekt habe, Herr Mutlu. Ihr Vater ist selbstverständlich, das habe ich nicht gehört, ein Bürger dieser Stadt, denn er genießt eine große Zahl von Rechten und ich hoffe, dass er sie in Anspruch nimmt und vollen Zugang dazu hat. Das heißt aber nicht, dass er den Anspruch auf das Wahlrecht hat, solange er sich nicht entschließt, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Ich darf mal darauf hinweisen, Sie bemühen immer die Demokratie als Totschlagsargument zur Begründung eines Wahlrechts von Nichtstaatsbürgern. Demos aus dem Griechischen heißt Volk. Und zum Volk gehört, und das ist auch klare Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Staatsangehörigen. Und deswegen ist es wichtig, dass die Menschen, die hier dauerhaft leben, die Staatsangehörigkeit erwerben, denn nur dann können sie vollständig teilhaben. Und jetzt möchte ich noch einen Aspekt bringen. Hier hat eben einer der beiden Interventienten gesagt, das würde ausgrenzen. Ich möchte Ihnen mal was sagen. Ich glaube, dass Sie überwiegend die Bodenhaftung zu den Wählern in dieser Stadt verloren haben. Gehen Sie mal durch die Stadt und reden Sie mal mit den Menschen darüber, was die zu dem Thema sagen. Erinnern Sie sich an die Diskussionen der letzten 12 bis 24 Monate. Ja, Sie schreien nur, Herr Leichtmatrose. So. Hören Sie doch mal hin, was passiert ist nach den letzten Buchveröffentlichungen. Die Menschen empfinden das Thema als ein spaltendes Thema, das sie hier vorantreiben. Das ist ein Thema, das den Menschen, einem überwiegenden Teil der Menschen dieser Stadt und unseres Landes, Angst einjagt. Und ich empfehle im Interesse der Die Redezeit ist gleich abgelaufen. Ja, vielen Dank. Ganz letzter Satz. Ich empfehle im Interesse einer guten Integration der Zuwanderer, dass sie nicht
Ängste auslösen, sondern dass sie das tun, was notwendig ist zur Integration und dass die volle Teilhabe durch Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Kollege Dregger. Für die Fraktion der Piraten hat jetzt das Wort der Kollege Reinhardt. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss jetzt den regierenden Bürgermeister zitieren. Mir fällt es ja wirklich schwer, jetzt nach Ihnen zu sprechen, Herr Dregger. Das ist jetzt gar nicht so einfach, nach dem, was Sie gerade vom Stapel gelassen haben. Sie sagen, wir machen Politik auf dem Rücken der Berlinerinnen und Berliner, der Migrantinnen und Migranten, weil wir uns für deren Rechte einsetzen. Hören Sie sich eigentlich zu, wenn Sie reden? Sie sagen, wir versuchen zu spalten, wir würden die Integration zurückweisen und der Integration damit einen Bärendienst erweisen. Wir hätten den Kontakt zum Wähler verloren. Ich verstehe Ihre Worte einfach nicht. Es leuchtet mir einfach nicht ein. Es fällt mir schwer, irgendwie überhaupt nachzuvollziehen, was Sie uns damit mitteilen wollen. Herr Dregger, Sie haben Glück. Ich habe mich genau auf das, was Sie sagen, zum Teil sogar schon vorbereitet, weil ich wusste, was die CDU sagen wird. Die CDU sagt nämlich, wir haben eine diffuse Angst, dass die Staatsbürgerschaft, die deutsche Staatsbürgerschaft, entwertet wird. Sie meinen, dass diese weniger erstrebenswert wird, wenn sie Ausländern das Wahlrecht gewähren. Das ist die Essenz von dem, was Sie gesagt haben. Aber dieser Versuch, die Staatsbürgerschaft in ihrer Bedeutung zu erhöhen, läuft ins Leere, komplett. Der Wert der Staatsbürgerschaft für jeden Menschen ist individuell unterschiedlich. Für diejenigen, für uns, die diese Staatsbürgerschaft besitzen, die privilegiert sind, ist ja wahrscheinlich nicht so relevant. Wir machen uns da tagtäglich keine Gedanken drüber. Aber für diejenigen Menschen, die die Staatsbürgerschaft nicht besitzen und die auch zum Teil sehr hohe Hürden auf dem Weg zu dieser Staatsbürgerschaft in den Weg gestellt bekommen, für die ist der im Zweifel am höchsten. Aber die Aufwertung, diese künstliche Aufwertung der Staatsbürgerschaft, dadurch, dass man Menschen das Wahlrecht nicht zuerkennt, die braucht die Staatsbürgerschaft nicht. Und das ist nämlich auch nicht der Sinn der Staatsbürgerschaft, wird auch dieser nicht gerecht. Aber die Argumente der CDU gehen ja noch weiter. Herr Juncker im Innenausschuss, das war ganz großartig, er sagte ja sogar, es gibt keinen Staat, der das Wahlrecht Unabhängigkeit von der Staatsbürgerschaft sehe. Spannende These, Herr Juncker. Aber ich habe Neuigkeiten für Sie. Schauen Sie mal nach Dänemark, nach Schweden, nach Finnland, nach Irland, in die Niederlande, unser direkter Nachbar. Es wurden noch weitere genannt. Dort besitzen alle Ausländer, die sich längere Zeit dort aufhalten, sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht. Sind diese Länder etwa keine richtigen Staaten? Sind das Sammelsurien von Menschen, die auf einem Haufen? Ich kann Ihnen nur eine Sache sagen. Diese Sammelsurien sind sehr erfolgreich. Sie gehen offensiv an die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts heran. Sie stellen sich den Fragen der Integrationsgesellschaft. Sie verharren nicht in einer Verweigerungshaltung. Die Migranten in diesen Ländern werden als wertvoller Teil der Gesellschaft angesehen, die daher auch am Gemeinwesen partizipieren können. Diese Chance wird die Koalition jetzt voraussichtlich für einige Jahre zunichte machen. Das ist schade, aber ich möchte noch einen Satz dazu sagen. Und zwar, Sie sagten ja, Sie wollen nur auf die Kurzintervention, auf die Zwischenfrage auch antworten, wenn dafür die Zeit angehalten wird. Ich behaupte jetzt einfach mal ganz kühn, genau das ist, was Sie wollen. Sie wollen die Zeit anhalten. Aber das ist nicht das, was wir im Haus vorhaben sollten, sondern wir sollten mit der Zeit vorangehen und uns den neuen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts auch stellen. Im Gegensatz dazu muss ich die SPD ja schon fast loben. Die hat das kommunale Wahlrecht in dem Programm und ist wenigstens so inkonsequent wie möglich. Das ist ja wenigstens passend. Herr Saleh, es tut mir ein bisschen leid, dass es immer gegen Sie geht heute, aber es scheint ja wirklich so zu sein, als wenn in der Berliner Koalition die CDU die Hosen anhat. Ich kann Ihnen nur sagen, ich würde mich freuen, wenn Sie es schaffen, Ihren Wählern in 160 Zeichen mitzuteilen, warum Sie heute gegen das kommunale Ausländerwahlrecht stimmen. Aber einen Punkt noch, und zwar ein konstruktiver Vorschlag für die Koalitionsfraktionen. Sie sind sich uneinig. Das haben wir verstanden. Das wollen wir verstanden haben. Die Argumente sind ausgetauscht im Integrationsausschuss, im Innenausschuss, im Plenum und heute nochmal im Plenum. Sie sind sich immer noch uneinig. Das haben wir verstanden. Jetzt mal ein Tipp für Sie. Es geht doch um eine Bundesratsinitiative. Sie können doch die Bundesratsinitiative auf den Weg bringen und dann weiter diskutieren. Und wenn Sie sich dann immer noch uneinig sind, dann enthalten Sie sich halt bei Ihrer eigenen Initiative. Aber Sie können trotzdem heute hier zustimmen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Reinhardt.